Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren neuen Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Und heute mit einem ernsten Thema. Es geht um den Nahostkonflikt. Es geht um, was in Palästina passiert. Und das ist ja gerade in aller Munde, jeder beschäftigt sich damit, weil es auch wirklich einer der großen Themen ist auf dieser Welt, einer der großen Hotspots. Und ich möchte in dieser Sendung ganz verschiedene Dinge mit reinpacken. Ich möchte mal ein paar Fakten geben, ein bisschen auf die Geschichte schauen, wo manche Dinge den meisten Leuten gar nicht klar sind, damit man dann auch in der Debatte ein bisschen mehr Substanz auch hat. Ich möchte in die Zeitgeschichte blicken, auf die aktuellen Ereignisse. Ich werde aber auch darauf eingehen, auf diese ganze Mentalität, die hinter diesem Nahostkonflikt steckt, auf die Religionen, auf Messianismus. Im Grunde genommen aus ganz vielen Richtungen mir dieses Thema anschauen. Und gleich zu Anfang, weil ich das jetzt schon benutzt habe, eine Wortdefinition, eine Begriffsdefinition. Ich selbst spreche hier von dem Nahostkonflikt. Ich weiß, im Englischen ist es da manchmal Middle East und Near East und so weiter. Das ist ein bisschen durcheinander, aber ich denke, im Deutschen spricht man vom Nahostkonflikt, wenn ich über dieses Thema rede.
Und das Land, wo das stattfindet, nenne ich Palästina. Das ist der historische Name, das ist also auch keine schon Richtung, die das Ganze geht, sondern Palästina ist der historische Name für das Land, von dem wir hier sprechen. Und ja, ich weiß natürlich, dass das Thema sehr, sehr schwierig ist. Für alle ist es schwierig, sich dort öffentlich zu äußern. Bei uns in Deutschland ist es noch schwieriger. Wir sind in einem sehr sensiblen Klima dort. Und ich weiß, eigentlich wäre es einfacher, man würde so ein Thema ausklammern. Im Grunde genommen kannst du bei diesem Thema schlecht gewinnen, weil das so sehr polarisiert. Und weil egal, was man sagt, du immer irgendwie auch die Projektionen von diesen beiden Lagern kannst, die auch so fanatisiert oder auch extremisiert sind, sodass wenn du aus einer Position der Mitte heraus argumentierst, wo ich mich sehe, ist es ein schwieriges Thema. Du schaffst dir wenig Freunde. Ich weiß auch für unseren YouTube-Kanal ist es keineswegs ein vorteilhaftes Ding. Vielleicht bekommt es einige Klicks, weil es halt jetzt gerade von Interesse ist. Aber ich meine, mit solchen Videos kannst du kaum Geld verdienen. Die werden demonetarisiert. Da kommst du immer in Probleme rein. All das. Aber dennoch ist es so wichtig. Dennoch ist es so wichtig. Und das sage ich bei vielen Themen. Ist auch nicht das erste Hot Stuff-Thema, was ich anfasse. Wir müssen über diese Themen sprechen, aus einer Position der Mitte heraus. Denn wenn wir es nicht machen, dann überlassen wir die ganze Deutungshoheit, die ganze Narrative, überlassen wir dann den Extremisten. Ob das politische Extremisten sind, ob das religiöse Extremisten sind, das ist der Grund, warum wir gerade in dieser heutigen Zeit, wo eben so diese Themen alle auf den Tisch kommen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Vielleicht nicht jeder Einzelne von euch, das kommt auch mal darauf an, wo man im Leben steht, aber für mich ist es eine Aufgabe, der ich mich jetzt hier auch stelle, auch wenn ich gerne über schönere Themen sprechen würde, aber nur mal auch aus der Perspektive des Heilers, das ist, was jetzt ansteht. Und lass es uns anschauen im Sinne der Heilung. Im Sinne der Heilung und des Friedens. Und ich hoffe auch, dass ich das schaffe, jetzt hier in die richtige Mut zu kommen und die richtigen Worte zu finden. Aber das ist eben schon gleich eingangs, weil vielleicht hier auch Leute zuschauen, die mich noch nicht kennen und meine Arbeit. Ich gehöre ja zu keinem Lager, das kann ich wirklich aufrichtig sagen. Ich bin selbst auch viel rumgereist. Ich war in Israel, ich war in der Westbank, im Westjordanland, ich war oft in arabischen Ländern, ich war häufig in Ägypten, auch in Jordanien, in anderen arabischen Ländern. Ich kenne ein bisschen diese Kulturen. Und ich habe in meinem Leben so viele Araber kennengelernt, ich habe Palästinenser kennengelernt, ich habe Israelis kennengelernt. Israelis auch nicht nur in Israel, sondern gerade auf den langen Reisen auch in Indien, Südamerika, sehr viele Israelis intensiv auch kennengelernt. Da haben sich auch Freundschaften entwickelt oder auch auf Rainbow, will ich jetzt gar nicht im Detail erklären. Ich habe euch das schon mal erzählt, was die Rainbow Family ist. Auch dort habe ich viele Israelis kennengelernt und da sind auch Brüderschaften und Schwesterschaften entstanden. Also ich kenne Menschen aus beiden Lagern und habe mich auch vor Ort, und das ist ja das Interessante, wenn du als Europäer dorthin kommst, du kannst dich ja in beide Lager bewegen. Du kannst nach Ost-Jerusalem in den palästinensischen Teil gehen, du kannst in die Westbank fahren, du kannst aber dann danach auch wieder in den israelischen Teil gehen. Du kannst dich dort zwischen den Grenzen bewegen und das habe ich auch schon immer gemacht. Und ich liebe die Region und ich kann nur allen Menschen, die dort sind, mein Bestes wünschen. So. Und aus dieser Position heraus gehe ich jetzt in diese Sendung rein. Und naja, starten wir halt gleich mal mit dem ganz Aktuellen. Ich bin jetzt hier im Studio ein paar Tage nach diesem krassen Sonntag, wo eine in einem großen Stil, ihr habt das alles mitbekommen, im großen Stil die Hamas, die palästinensische Militante, einen Angriff auf Israel gestartet haben. Im großen Stil koordiniert, zu Lande, zu Luft, zu Wasser. So. Beispiellos, wie es vorher so noch nicht gegeben hatte. Das ist jetzt vor ein paar Tagen passiert. Und
Ich meine, wir sind ja heute schon ziemlich abgebrüht. Wir leben in Zeiten, wenn du dich so wie unsereins mit Zeitgeschichte intensiv beschäftigst, man ist ja abgebrüht, weil es passieren ständig schreckliche Dinge auf der Welt. Und das ist auch so eine ganz menschliche Frage. Wie gehe ich eigentlich um mit dem Schicksal von anderen Menschen? Und es ist schwierig, weil es auch emotional ist, auch nicht immer nur rational ist. Und es ist halt so, wir sind in manchen Dingen schon abgestumpft. Das ist wahrscheinlich auch so ein Schutzmechanismus von Menschen. Du kannst nicht permanent dir in das Leid von anderen einsteigen. Und manche Dinge triggern einen mehr als andere. Ich habe das beispielsweise auch bei Naturkatastrophen, Erdbeben oder sowas. Solche Dinge gibt es ja häufiger. Aber jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten, wo dieses große Erdbeben in Marokko war, das triggert mich persönlich viel mehr, weil ich an diesen Orten schon war, weil ich in der Stadt war, in Marrakesch und auch dort in den Atlasdörfern, weil ich dort war. Und dann habe ich so eine emotionale Beziehung und dann triggert mich das mehr als ein Erdbeben anderswo. Obwohl natürlich im Kopf weiß, es ist für die Menschen, die darunter leiden, immer das Gleiche. So. Und was mich halt hier bei diesen aktuellen Ereignissen am meisten gleich mal emotional getriggert hat, das war dieser Überfall auf dieses Musikfestival in Südisrael. Und das liegt halt auch daran, dass ich in meinem Leben auch durchaus eben da Verbindungen habe. Ich habe selber jahrelang gearbeitet als DJ, ich habe auf Festivals gearbeitet. Und ich kenne eben auch, also, oder ich habe Israelis auch kennengelernt, die genau solche Festivals organisieren oder machen. Das ist halt im Süden von Israel, in der Negev-Wüste. Und Israel ist eh ein ganz kleines Land. Und die Leute, die halt so alternativ unterwegs sind, die auch eben auf Rainbow sind, die in Israel ist der Rainbow groß, weil da eben auch sehr viel Healing gebraucht wird. Ja. Und ich kenne eben Leute, die genau solche Festivals organisieren oder dahingehen. Aus meiner Sicht natürlich alles schon ein paar Jahre her. Ja, ich war in den 90ern, war meine große Reisezeit. Das heißt, ich habe jetzt aktuell, kenne ich dort niemanden, der da jetzt gerade involviert ist. Aber ich kenne eben diese Szene. Ich kann das so sehr nachvollziehen, wie das wohl ist. Wobei, eigentlich kann man es nicht nachvollziehen. Weil ey, dieser Realitätswechsel, der muss da so unglaublich krass sein. Du bist in einem Moment auf einem Musikfestival, alles kreativ, love and peace und so weiter. Und plötzlich siehst du Leute schon mit Paraglidern ankommen, mit Maschinengewehren und Leuten auf Pickup-Trucks. Ja. Und was das für ein Realitätswechsel ist. Am Anfang denkst du, hey, haben wir die falschen Drogen eingeworfen? Aber es ist eine einfach traurige Realität. Ja. Und schon bei diesem Festival, bei diesem Musikfestival, da ist schon wieder dieses, dass man immer also das aus beiden Seiten sehen kann. Ich sag's ganz klar, und ich habe damit keine Probleme, das offen auszudrücken. Dieser Angriff auf Zivilisten, auf dieses Musikfestival, auf Kibbutze oder einfach auf Menschen auf den Straßen, Landstraßen oder in der Stadt, ist absolut verdammenswert. Das ist für mich, ich kann da nichts Positives erkennen. Und finde es auch, kann nur den Kopf schütteln, wenn Leute, die eine pro-palästinensische Haltung haben, so eine Aktion bejubeln. Ich verstehe die Motive der Palästinenser, ich werde auf einige auch eingehen, das ist mir völlig klar. Aber die Art des Kampfes, einfach Zivilisten, Wehrlose, Frauen und Kinder so zu behandeln, ist für mich als Mensch, egal welcher Kultur man angehört, einfach zutiefst unehrenhaft. Das ist kein ehrhafter Kampf, kein ehrbarer Kampf. Ich weiß, klingt das so richtig oldschool, konservative Begriffe wie Ehre und Kampf zusammenzubringen, aber tatsächlich gibt es sowas wie eine Ritterlichkeit, eine Ehre, einen Ehrenkodex. Und so zu agieren, ist null kompatibel damit. Das ist für mich komplett entehrend. Das ist, das macht dich als Mensch, komprimiert dich das für immer, deine Seele. So. Das sind so Dinge, egal welche Motivation du hast, aber in solche Handlungen sind einfach unehrenhaft. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. So. Und ich habe damit kein Problem, das auch so ganz offen auszusprechen. Ich finde es interessant, gerade in Deutschland, wir haben eh ein Problem im Umgang mit diesem Thema. Und ich habe ja jetzt innerhalb des letzten Jahres mich, glaube ich, mindestens zweimal auch dem Thema so ein bisschen gewidmet. Ich habe einmal, das ist gerade mal ein halbes Jahr her, eine ganze Sendung gemacht über Israel, über diese sich anbahnende Staatskrise, die wir dort hatten, über diese Trennung auch in der Gesellschaft zwischen den traditionell weltlich linksliberalen Israel und den religiös motivierten, die auch immer mehr werden, über diese demografischen Geschichten. Ich habe darüber gesprochen, über Israel, über diese geplante Verfassungsreform von Netanyahu. Und ich habe auch da noch ein anderes Thema da aufgegriffen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich spreche immer wieder über dieses Thema. Und
man kann immer beide Winkel betrachten. Und wenn wir jetzt so diese ganze aktuell, und man ist eben emotional dort echt berührt von dem, wie halt wehrlose Menschen dort niedergemacht werden, Leute, die so ungefähr ticken wie wir, weißt du, die einfach ein bisschen eine gute Zeit haben wollen. Das ist das eine, das ist natürlich schrecklich. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, und ich habe diese Diskussion auch schon früher geführt. By the way, das wollte ich auch noch eingangs sagen, weil es so schwer ist, in der Öffentlichkeit über dieses Thema zu sprechen, woran orientiert man sich? Ich persönlich, ich orientiere mich wirklich an meinem Herz, an meiner Mitte. Und da habe ich volles Vertrauen darauf, dass mein ethischer Kompass ist klar. Ich habe da keine Unschärfen drin. Deswegen traue ich mich auch über dieses Thema zu sprechen. Und es geht halt immer in beide Seiten. Weil, nochmal zu diesem Festival. Klar, die Leute, die dorthin gehen, die wollen eine alternative Welt. Die wollen eine friedlichere Welt. Und das ist wirklich ehrlich gemeint. Also ich, vielleicht nicht bei jedem, aber ich kenne wirklich Leute, so starke Rainbow-Leute auch in Israel. Und by the way, für die, die es nicht wissen, also Rainbow hat nichts zu tun jetzt mit diesem aktuellen LGBT-Geschichten, sondern Rainbow ist ein älteres Phänomen, die Rainbow-Family, die ein alternatives Leben modellisieren und so weiter. Was ich schon immer so mir gedacht habe, was mein moralischer Kodex ist, alles, was ich hier sage, könnte ich auch direkt Betroffenen sagen. So kann ich auch mit Israelis sprechen, so kann ich auch mit Palästinensern sprechen. Und ich habe das auch schon gemacht in meinem Leben. Und gerade dieses Thema jetzt eben so wie kannst du ein Musikfestival oder auch andere Festivals machen, die sich eigentlich Love and Peace widmen, wie kannst du das in der Negev-Wüste machen, wenn du gleichzeitig weißt, dass, wie in dem Fall, keine 10, 15 Kilometer entfernt von dir, dort die große Mauer steht, die Grenze zum Gazastreifen, die eine Grenze ist, wenn man das mit eigenen Augen mal gesehen hat, das ist beispiellos, das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Ja, keine Ahnung, vielleicht zwischen Süd- und Nordkorea, dort mag es ähnlich sein. Aber ansonsten, ich habe schon so viele Grenzen übertreten, aber was du dort zu sehen bekommst, das ist, boah, das ist einfach krass. Und das Erste, was ich mir so gedacht habe, oder so ein Impuls, der mir gekommen ist, oder nicht das Erste, aber ganz am Anfang schon am Sonntag, war ein Song von Midnight Oil aus Australien, eine australische Band in den 80er Jahren. Und die haben den Song eigentlich in einem anderen Kontext gemacht. Da geht es eher um das Verhältnis Australier und Ur-Australier, Aborigines. Aber so die Lyrics, die sind mir da gleich voll eingefahren. Und im Chorus geht's halt, heißt es in diesem Song, Beds are burning, heißt, how do we sleep while our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? Ja? Wie können wir tanzen, während sich die Welt weiterdreht? Wie können wir schlafen, während unsere Betten schon in Flammen stehen? Und wie ich das aufnehme, so diese Lyrics, ist halt dieser Appell, aufzuwachen. Wir können keinen Tanz auf dem Vulkan tanzen. Du kannst nicht die ganze Zeit nur Joy und Fun haben, während gleichzeitig in deinem Umfeld auch Unrecht ist. Das geht nicht. Das ist ein Ungleichgewicht. Und du kannst es vielleicht wegdrücken, nicht hinschauen und so weiter, aber dann schiebst du Dinge in den Schatten und dann kommen sie umso massiver hervor. Und auch das ist definitiv Teil von diesem Nahostkonflikt, dass eben viel zu viele Dinge unterdrückt werden und plötzlich kommen sie hervor. Plötzlich, und man hat dann eben nicht damit gerechnet, es kommt dann unerwartet. Es ist nicht, dass sich das nicht angebahnt hätte, aber man will es einfach nicht sehen. Und das ist auch ein großer Aspekt von diesem ganzen Konflikt. Und das ist aus meiner Sicht auch, was sich jetzt ändern muss. Also wir müssen hinsehen. Wir leben in einer Zeit, also nicht nur wegen dem Nahostkonflikt, wir leben in einer Zeit, wo wir schauen müssen, was im Schatten ist. In einer Zeit der Heilung, wo wir Dinge ins Gleichgewicht bekommen müssen. Und ganz viele von unseren Menschen, das ist nicht nur in Israel so, das ist bei uns auch nicht anders, und das sehe ich schon seit den 90ern so, ganz viele leben so eine Tanz-auf-dem-Vulkan-Mentalität. Und hey, ich sage auch selber immer wieder, wir brauchen auch Lebensfreude und auch in harten Zeiten kannst du feiern. Aber es ist eine Frage des Bewusstseins. Dränge ich einfach nur Dinge weg oder kann ich das sogar vereinen? Also kann ich Lebensfreude haben und gleichzeitig aber die Augen auch aufhaben für Dinge, die nicht in Ordnung sind, für Unrecht? Wie kann man das unter einen Hut bringen? Das sind tatsächlich die Fragen, die sich jeder von uns stellen muss. Und ja,
das ist, wie kannst du so Love and Peace feiern, wenn 10 Kilometer weiter eben nicht Love and Peace ist? Da ist ein Widerspruch. Ja. Und ich, wie gesagt, da geht es nicht um Vorwürfe, weil ich weiß, dass es auch dort bei Israelis ganz viele Leute gibt, die sich dessen schon bewusst sind und die dort auch seit Jahrzehnten an genau diesen Dingen noch arbeiten. Ne. Also es geht sowieso nicht hier darum, heute irgendwo mit dem Finger auf irgendwelche Schuldigen zu zeigen. Das werde ich hier nicht machen. Ja. Na gut, wir starten jetzt mal auch nochmal ausgehend eben von den aktuellen Ereignissen. Und als ich das am Sonntag so verfolgt habe, dieses sich entfaltende Szenario, da sind direkt schon ein paar Fragen aufgekommen. Und ich möchte jetzt mal hier starten. Zunächst mal die Frage, die wahrscheinlich auch ganz viele von euch da draußen beschäftigt, ist, wie konnte das eigentlich sein, dass Israel so auf dem falschen Fuß erwischt wird, so auf dem unvorbereitet scheint, ja, für diese Attacke. Und da stellt sich die Frage natürlich, hat man das vielleicht sogar zugelassen? Oder sogar, manche Leute würden sogar noch weitergehen, hat man sogar selber inszeniert. Aber ganz ehrlich, das sehe ich überhaupt nicht, dass jemand was inszeniert. Weil ich eben diesen Konflikt kenne, der ist real, der ist real. Und die Gefühle von den Menschen dort sind auch real. Aber so diese, man nennt es die Lihob-These. Lihob steht für Let it happen on purpose. Also lass es zu. Vereinfacht gesagt, man weiß, dass sich da was anbahnt, aber man macht nichts dagegen, man verhindert es nicht, obwohl man es vielleicht könnte, weil man sich daraus Vorteile für seine politische Agenda verspricht. Und das kann durchaus sein. Ganz ehrlich, der Regierung Netanyahu, und da sind ja auch ein paar, ich habe da in einer längeren Sendung ja drüber gesprochen, ein paar richtige, nach unserer Definition, mitteleuropäischer Definition, Rechtsextreme, Militante, Leute, die selbst in Israel schon im Gefängnis gesessen sind, die sind jetzt in der Regierung. Denen kann man natürlich einiges zutrauen. Das muss man ganz klar realistisch so sagen. Ja. Und deswegen ist das vernünftig so zu denken. Haben die wirklich, sehen die Menschen dort als Bauernopfer, um eine größere Agenda durchzudrücken? Um abzulenken möglicherweise von dieser sich anmahnenden Staatskrise, um diesen Mechanismus auszunutzen, der bekannt ist, dass wenn Krieg ist, dass sich dann doch alles eint. Und das ist in Israel stärker noch als in jedem anderen Land der Welt, weil die halt seit ihrer Staatsgründung permanent auch bedroht sind. Aber dieser Mechanismus, in Amerika nennt man das Assembly Round the Flag oder so ähnlich. Also wenn Krieg ist, dann sammeln sich die Menschen um die Fahne, um die Flagge und um die Institution, um den Führer, um den Präsidenten. Weil das ist halt überall. Unsere internen Zwistigkeiten verschwinden, weil jetzt ist es eine nationale Aufgabe, Krieg. In Deutschland gab es das auch. Ich erinnere mich, im Ersten Weltkrieg, da hat doch irgendwann der Kaiser gesagt so, ich sehe nur noch Deutsche. Weil eben auch in diesem Parlament, egal ob das dann SPD war, die es damals schon gab, oder die eher monarchistischen Parteien, ihre internen Streitigkeiten alle beigelegt haben und jetzt geht alles nur noch auf den Krieg. Ja, so hat es selbst damals, ich sehe nur noch Deutsche. Das ist so ein Mechanismus. Und ja, selbstverständlich, Staatsleute sind sich dessen bewusst über solche Mechanismen. Und das ist durchaus vernünftig, da zu fragen, nutzt das Israels Staatsregierung, dass jetzt eben diese internen Zwistigkeiten hinten anstehen? Ja, also ein Motiv kann ich da schon erkennen. Und trotzdem, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich nicht überzeugt, dass es so ist. Dass es wirklich geschehen, also dass man es halt geschehen lassen. Denn der Preis, den Israel dafür zahlt, der scheint mir doch wesentlich höher. Und okay, vielleicht hat man es falsch antizipiert, das kann natürlich auch sein. Es passieren offensichtlich auch bei so Staatsleuten fatale Fehler und Fehleinschätzungen. Aber der Preis ist schon sehr, sehr hoch. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man es wirklich hat geschehen lassen. Let it happen on purpose. Ich habe meine Zweifel. Zum einen, am Sonntag, als sich dieses ganze Szenario entfaltet hat, es hat ja einige Stunden gedauert, bis du das erste Mal irgendjemand von der israelischen Regierung in der Öffentlichkeit gehört hast. Stundenlang. Und das darf eigentlich nicht sein. Also das ist ja die Aufgabe von der Regierung. Du musst zu deinen Leuten sprechen. Die Leute wussten ja gar nicht, was passiert. Leute organisieren sich selbst auf Social Media und tauschen Nachrichten aus. Und es kommt nicht... Stundenlang kommt nichts von der Regierung, keine Stellungnahme, hey Bürger Israels, Vorsicht oder irgendwas, was passiert. Und als dann der erste Auftritt war von Netanyahu, den ich da gesehen habe am Sonntag, da war seine ganze Körpersprache aus meiner Sicht
fahrig, nervös, überrascht. Das hat mich fast ein bisschen erinnert so an 9/11, wie der George Bush so war, so völlig disconnected irgendwie. Okay, man kann sich in solchen Dingen auch täuschen, das ist auch mal völlig klar. Jetzt irgendwie die Körpersprache zu analysieren, das ist keine Hard Evidence. Ne? Aber es ist erstmal so, war mein erster Eindruck so, boah, der weiß gar nicht, was er sagen soll. Ja? Der ist völlig irgendwie aufgewühlt. Dagegen, wenn du sowas planst, dann hast du ja gerade die ersten Schritte, die ersten Reaktionen, die hast du vorher auch schon geplant. Da weißt du genau, was du sagst, wie du auftrittst, dass du eben den Menschen genau das gibst, diese starke Führerrolle und jetzt Assembly Around Me, ja, ich weiß, was ich tue. Bei der israelischen Regierung hat es am Sonntag überhaupt nicht den Eindruck, dass sie wissen, was sie tun. Das ist meine Analyse, aber gut, das sind keine Beweise. Aber auf was ich noch hinaus wollte, ist eben, der Preis für eine solche Aktion ist mega hoch. Es ist nicht nur ein Bauernopfer, und ich weiß, das klingt so zynisch, aber hey, auf diesem geopolitischen Schachspiel, da gibt's Bauernopfer. Die Mächtigen, die opfern auch mal. That's aus ihrer Sicht the name of the game. Solche Dinge passieren schon, aber zum einen ist das Opfer ganz schön hoch. Das ist die größte, was am Sonntag passiert, das ist die größte militärische Niederlage in Israels Geschichte, die bis in die 1940er zurückreicht. Und noch nie hat das israelische Militär so eine Schwäche gezeigt. Noch nie sind an einem Tag über 1000 Israelis getötet worden. Das ist also der Preis ist riesig für Israel. Die Getöteten sind die Bauernopfer, sondern der Preis ist viel höher. Denn für die Israelis ist dieses Grundvertrauen in Geheimdienst, in Militär, ja in den Staat an sich, ist erschüttert. Und das ist ein verdammt hoher Preis, denn das ist, was der Staat Israel überhaupt braucht. Diese Identifikation der Menschen mit ihrem Staat. Und über Jahrzehnte war das so, Israel war immer bedroht oder hatte immer eben Unfrieden mit seinen Nachbarn. Und die Stärke von Militär und Geheimdienst, das ist die tragende Säule der israelischen, des Staats und der Gesellschaft. Ich war in vielen Ländern, ich war auch in Israel und ich kann euch sagen, also ich habe kein Land auf der Welt gesehen, was so durchmilitarisiert ist wie Israel, auch als Gesellschaft. Gut, okay, ich war nicht in Nordkorea, vielleicht ist es da noch schlimmer, weiß ich nicht. Aber in vielen ist ja Israel schon ein modernes, westliches Land. Aber gerade wenn du so als Europäer dorthin kommst, das ist krass. Der Militarismus ist dort riesig. Und auch da, man kann ihn natürlich begründen. Ja, weil Israel halt einfach von der Staatsgründung an und schon vorher ständig im Konflikt ist mit seinen Nachbarn. Und in Israel ist es wirklich so, wenn das Militär nicht stark ist, ist der Staat doomed. Der hat keine Chance zu überleben. Ich meine, wir als Europäer, als Mitteleuropäer, wir kennen diese Geschichten von Krieg und Frieden. Auch das ist ein Grund, warum wir durchaus auch nicht belehren, wir sollten jetzt nicht, und das können wir auch gar nicht, die Israelis belehren, das wird nicht gehen. Weder die Israelis noch die Palästinenser, wir wollen die nicht belehren, aber wir sollten aussprechen, denn wir in Europa, wir in Mitteleuropa, wir haben lange Erfahrungen, über Jahrhunderte lang mit Krieg und Frieden. Wir haben Jahrhunderte lang diese Traumata hinter uns. Täter, Opfer, wir haben Kriege gewonnen, wir haben Kriege verloren. Ne? Aber selbst die größten Kriege, wenn man die verliert, ist nicht die Existenz von unserem Land bedroht. Ich meine, wir haben zwei Weltkriege verloren und wir sitzen immer noch hier. Also Leipzig ist immer noch eine deutsche Stadt. Ne? In Israel ist es anders. Wenn die auch nur einen Krieg verlieren, dann ist das Land per se in seiner Existenz bedroht. Es ist auch kein so großes Land. Ja, es ist von der Fläche her sehr klein und wie viele Israelis gibt es, ich habe es gar nicht im Kopf, aber ich glaube weniger als 10 Millionen. Das sind nicht viele. So. Wenn Israel einen Krieg verliert, dann ist Israel als Staat bedroht in seiner Existenz. Und die Leute müssen dann woanders hin. Und das ist der Grund, warum natürlich in so einem Land wie Israel Militär, Geheimdienst, so ist einfach diese starke Seite des Staats, der Vaterstaat, der die Leute schützt. Das ist dort viel, viel größer als bei uns. Okay, wir hatten auch kalter Krieg und so weiter, aber trotzdem, wenn du es als Zivilist so in den 80ern in Deutschland gelebt hast, eigentlich war das nicht dein Thema. So. In Israel ist das permanent Thema. Schon immer. Und es ist auch so, das wisst ihr wahrscheinlich auch, in Israel gibt es eine Wehrpflicht, die für alle gilt, Männer wie Frauen. Das heißt, im Grunde die meisten Bürger Israels haben an der Waffe gedient. Außer die ganzen religiösen Leute. Aber das ist ein anderes Thema, da habe ich in der letzten Sendung da viel mehr drauf Wert gelegt. Das will ich jetzt gar nicht hier noch reinbringen. Aber dieses Vertrauen in den Staat definiert sich im Vertrauen übers Militär. Und das ist erschüttert worden, und zwar zutiefst.
Und ich weiß nicht, ob das Israel jemals wieder so zurückdrehen kann. Ich glaube, wir können es noch gar nicht erahnen, wie groß der Impact von diesem Ereignis, von diesem Sonntag ist, auf die Psyche der Israelis. Das ist noch mal stärker. Also wir können unsere eigene Psyche beobachten, merken schon, wie das emotional einen berührt. Wir haben keine Vorstellung davon, wie intensiv das in Israel ist. Und ganz ehrlich, das ist ein verdammt hoher Preis. Und wirklich, das wäre ein super gefährliches Spiel, ein Weg auf der Rasierklinge, ein Tanz auf der Rasierklinge, wenn du als Staatsmann sagst, naja, für meine eigene Agenda oder um meinen Hals aus der Schlinge zu bekommen, so in dieser sich anbahnenden Staatskrise, das, was wir kreieren so von außen Krieg und dann sind wir alle vereint. Der Preis ist verdammt hoch. Wir wissen nicht, wohin sich das jetzt entwickelt. Und ich werde dann später vielleicht noch ein bisschen so auch mal einen Ausblick geben. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist in naher Zukunft Israel an sich bedroht. Und viele Israelis wissen das. Viele Israelis haben auch schon das Land verlassen jetzt in den letzten 3 Tagen. Weil dieses Vertrauen eben in die eigene Stärke, das ist erschüttert. Und ich weiß nicht, ob du das als Staatsmann, und gerade so ein Staatsmann wie Netanyahu, der eben für Autorität steht, für Vaterland und Stärke, diese männliche Figur, der hätte sich selber geschwächt. Aber gut, der Verdacht ist auf jeden Fall erstmal da. Aber ich selber glaube es eigentlich nicht. Dann wäre aber dann die Frage umso drängender, weil die Fragen drängen sich natürlich auf. Wie konnte das passieren? Ich meine, diese Grenze zum Gazastreifen, das ist eine Hightech-Grenze, das sind riesenhohe Zäune, Mauern, es ist mit allem möglichen Kram überwacht. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder, es ist ja nicht so, dass es jetzt aus heiterem Himmel kommt im Sinne von, oh, wir waren da friedlich, haben wir nebeneinander gelebt und auf einmal machen die Stress. Nein, es geht ja jahrzehntelang. Und es gab da auch immer wieder Phasen massivster Gewalt. Direkt an dieser Grenze vom Gazastreifen. Es ist nicht das erste Mal, dass dort Hunderte von Hamas-Leuten sich versammeln. Aber bisher konnte Israel das jedes Mal sofort eindämmen. Mit zum Teil massivster Gewalt. Warum ist das jetzt nicht passiert? Und das ist natürlich eine Riesenfrage, die auch in Israel heiß diskutiert wird. Und die führt uns aus meiner Sicht in diese sich verändernde geopolitische Lage. Ich habe hier schon öfter auch über Geopolitik gesprochen. Und aus meiner Sicht, in meiner Analyse, verändern sich da die Parameter in den letzten Jahren massiv. Diese die Power-Gamer aus dem Westen, gerade so die USA, haben aus meiner Sicht nicht mehr die Stärke, überall auf der Welt so Dinge zu kontrollieren. Da gab es diesen Abzug aus Afghanistan, den Heillosen, obwohl man dort so viel investiert hat über Jahrzehnte. Und es scheint mir einfach generell zu sein, dass Amerika ist nicht so stark noch, ist mein Eindruck, wie vor 20 Jahren. Oder vielleicht sind sie so stark, aber sie sind nicht mehr bereit. Auch da intensiver haben wir das diskutiert zusammen mit dem Kollegen Sven, 2 Sendungen, über diese neue Geopolitik, die sich da anbahnt. Aber das ist so sehe ich das. Da verschiebt sich was. Diese totale Dominanz, die ist nicht mehr da. Und bei Israel muss man ganz klar sagen, Israel könnte ohne die Unterstützung von außen, und man kann, eigentlich muss man da fast nur Amerika nennen, ohne die Unterstützung der USA hat Israel keine Chance und hätte es wahrscheinlich noch nie gehabt. Klar, Israel ist sehr militärisch und so, aber der ganze Staat Israel und nicht nur das Militärische, sondern auch die zivilen Einrichtungen und so weiter, der ganze Staat funktioniert vor allem, weil er von Amerika seit Jahrzehnten unterstützt wird. Nicht nur von dem Staat USA, von der Regierung, sondern natürlich von ganz vielen privaten Initiativen. Jüdische Communities in Amerika, und das sind auch manche Leute, die es dann zu viel Wohlstand und Reichtum gebracht haben, Unternehmen und so weiter. Da geht ganz, ganz viel Geld nach Israel. Und das ist für Israel Existenz notwendig. Und wenn das nicht mehr ankommt, dann ist Israel in seiner Existenz zutiefst bedroht. Und wir sind immer noch auf der Frage, wie konnte es jetzt passieren? Es ist eben ein Moment der Schwäche. Und eben auch, wenn du Israel dann selbst anschaust, Israel ist durch diese internen Streitigkeiten massiv geschwächt. Das kriegen wir vielleicht alles auch so ins Detail gar nicht so sehr mit. Aber das Militär und Geheimdienste sind in Israel traditionell eher so modern, linksliberal ausgerichtet. Nur mal so am Rande, der Bruder von Netanyahu beispielsweise, das kennen viele gar nicht, der hat einen Bruder, Jonathan Netanyahu, der ist ein Nationalheld.
Ja, weil der in den 70er Jahren in einem Husarenstück, haben die damals aus Entebbe, das ist die Hauptstadt von Uganda, haben die dort israelische Geiseln befreit. Sind aus Israel mit zwei großen Zivilmaschinen so im Tiefflug tausend von Kilometern nach Uganda und haben dort diese Operation am Flughafen gemacht. So, und angeführt, der Kommandant von dieser beispiellosen Befreiungsaktion, das, was wir in Deutschland kennen, so GSG 9, damals die Entführung der Landshut, die Aktion von Israelis ist noch viel weiter drüber. Man ist in ein feindliches Land geflogen, Uganda, und hat dort in einer 20-Minuten-Aktion über 100 Geiseln befreit und ist damit ausgeflogen. Unfassbar so. Und der Kommandant von dieser Truppe, das war der Bruder von dem aktuellen Ministerpräsidenten. Das war Jonathan Netanyahu. Das ist ein in Israel Nationalheld. Und das heißt, Militär und so weiter, die sind alle, das ist alles aus dieser israelischen Geschichte, kommt das aus dem Linksliberalen raus. Ihr wisst ja auch, die religiösen Leute, die dienen ja gar nicht im Militär. Orthodoxe Juden dienen nicht im Militär. Das heißt, die ganzen Militärs, die Führung, die Offiziere, die kommen aus diesem traditionellen linksliberalen modernen Israel. Das ist, wo die beheimatet sind. Und jetzt dieser innenpolitische Zwist, der da entsteht, weil eben durch den demografischen Wandel die religiös Motivierten, sage ich jetzt mal vereinfacht, in Israel jetzt die Mehrheit stellen und die Regierung stellen, da gibt es ganz viele Institutionen wie Militär und Geheimdienst, die da nicht mehr richtig funktionieren. Das ist die Rede von hohen Offizieren, die unter der Regierung Netanyahu ihren Dienst verweigern. Da gibt es tatsächlich sogar, und das sind dann oft auch Gerüchte, die werden in Israel diskutiert, dass es da Sabotageaktionen gab gegen die eigene Regierung. Und das ist schwer, alles von außen einzuschätzen, aber man kann auf jeden Fall sehen, Israel ist auch gerade in einer ganz schwachen Position. Deswegen ist auch der Alarm so groß. Jetzt so diesen großen Krieg machen, ist es für Israel wirklich eine schicksalshafte Sache jetzt. Weil Israel in einem Moment der Schwäche ist. Im Großen und Ganzen, nicht nur durch diesen Angriff, sondern schon vorher. Diese Institutionen sich nicht mehr einig waren. Und das kann alles dazu auch geführt haben, dass man da diese Wachsamkeit, diese Aufmerksamkeit, die eigentlich eben israelischer Konsens ist, dass man das ein bisschen vernachlässigt hat, weil man zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Dazu, das so analysieren es auch einige Israelis, ist es auch einfach diese Überheblichkeit. Man hat es den Palästinensern einfach gar nicht zugetraut. Und das ist tatsächlich so, diese Überheblichkeit. Ich habe mit vielen Israelis gesprochen und auch immer wieder natürlich über dieses Thema. Und das ist schon verblüffend so, welche Überheblichkeit die gegenüber den Palästinensern im Gazastreifen haben. Man traut es denen einfach nicht zu. Aber diese ganze militärische Aktion von der Hamas, das ist halt eine Low-Tech-Operation gewesen. Also Low-Tech, du startest mit irgendwelchen Paraglidern. Darauf ist es so diese High-Tech-Army gar nicht ausgerichtet. Man fragt sich, wo bleibt die Luftabwehr? Aber da gibt es keine Luftabwehr, weil die Palästinenser haben keine Flugzeuge. Luftabwehr hast du vielleicht im Norden, gegenüber Libanon oder auch nach Syrien und so weiter. Aber nicht gegenüber dieser Grenze zum Gazastreifen, weil es gibt keine Flugzeuge im Gazastreifen. Also es ist auch so eine Überheblichkeit, die dort zutage tritt, dass man das dem Gegner einfach gar nicht zutraut. Das ist ein Problem auch in der israelischen Gesellschaft da. Naja, und dann kommt auch noch dazu, ähnlich wie beim Yom Kippur-Krieg, der fast auf den Tag genau 50 Jahre vorher war, der Yom Kippur-Krieg, das ist auch in der israelischen Geschichte so, das ist der Krieg, wo wir auf dem falschen Fuß erwischt wurden, wo wir nicht wachsam waren. Deswegen müssen wir immer wachsam sein, das ist so in der israelischen Gesellschaft wichtig. Und beim Yom Kippur-Krieg war es auch so, und da kommt auch zusammen, es ist eben Feiertag, es ist am Sabbat, es ist, genau, habe ich übrigens vorher gesagt, dass es am Sonntag war, es war aber doch am Samstag, wenn ich mich recht erinnere, die ganze Aktion jetzt am Wochenende, egal, tut mir leid. Aber es ist eben am Sabbat, es ist ein israelischer Urlaub auch, wo viele Leute verlängertes Wochenende machen, also nicht nur irgendeinen Sabbat. All diese Dinge sind zusammengekommen, sodass ich mir schon durchaus vorstellen kann, dass diese innere Schwäche Israel, dass da die Wachsamkeit nachgelassen hat. Gleichzeitig auch kann ich mir auch vorstellen, dass auf Hamas Seite, dass man das eben auch feststellt, ey, die sind schwächer. Dass du vielleicht schon vorher im Vorfeld, Tage, Wochen vorher feststellst, wenn wir uns da der Grenze nähern, da kommt nicht die gleiche Reaktion wie vor 2 Jahren. Ne?
Also man, das ist denen auch bewusst. Und gerade wenn es dann geopolitisch nochmal eine Ebene höher gehst, stellt sich die Frage, wer finanziert eigentlich diese Hamas? Wo haben die überhaupt ihr Material her und so weiter? Und dann kommt man natürlich dann schon noch auf ein paar andere Länder, Staaten, die unterstützen. Naja, und deren geostrategische Analytiker werden das auch sehen. Die Welt verändert sich gerade. Und tatsächlich ist Israel aus meiner Sicht in einer schwachen Position gerade. Und das ist richtig heikel. Und ich glaube, dass viele Israelis das auch sehen. Und das deswegen, ich habe das jetzt in den letzten Tagen oft gelesen von vielen Israelis, dass sie wirklich Sorge haben. So eine Sorge, wie sie noch nie hatten, weil sie eben immer dieses Vertrauen darauf hatten. Okay, die arabischen Länder sind uns feindlich gesinnt, aber hot damn, wir haben das stärkste Militär und den stärksten Geheimdienst. Das war so das Selbstverständnis. Und das ist jetzt massiv angeschlagen. Und ich glaube nicht, dass das, oder ich schätze, das ist ein extrem hoher Preis für eine Let It Happen on Purpose Aktion. Ja, jetzt ist die Frage, was macht Israel? Die Reaktionen von den israelischen Politikern sind zum Teil so krass. Also da werden, das muss man sich auch mal vorstellen, da werden Dinge ausgesprochen, offiziell von der Staatsführung, wo du als Europäer echt kurz mal schlucken musst und nicht weißt, wie soll man eigentlich darauf reagieren? So? Was sollte man dem erwidern? Ja? Und ganz ehrlich, ich kenne das, weil ich habe in meinem Leben auch schon mit Israelis Gespräche geführt, die mich zutiefst schockiert haben. Leute, die ja ich mag. Es ist in Indien. Man ist irgendwo auf neutralem Terrain in Indien. Ja, alles ist schön. Man ist im Spirit oder irgendwie so hippie-mäßig. Man lebt halt ein freies Leben und man ist in dieser guten Vibe und plaudert. Und plötzlich kommt da das Thema mal auf das zu sprechen. Und Leute, mit denen du dich eigentlich gut verstehst, die, weißt du, irgendwelche israelischen Hippies, die sagen auf einmal dann Sätze, die dich so zutiefst erschüttern. Ja. Also die sprechen halt, auch nicht jeder natürlich, das ist ganz klar. Das ist, wir dürfen nicht pauschalisieren, aber da gibt es zum Teil Anschauungen über die Palästinenser, die denen den Status des Menschlichseins entziehen. Und das ist das Gefährlichste überhaupt. Und das kommt jetzt eben nicht nur von irgendwelchen Fanatikern, was ja schon schlimm genug ist, sondern es kommt von der Staatsführung. Jetzt, gestern oder vorgestern, hat Yoav Gallant, das ist der Verteidigungsminister von Israel. By the way, die haben jetzt übrigens eine Kriegsregierung, ein Kriegskabinett geschaffen. Also die reden nicht groß rum. Der Netanyahu, der spricht auch nicht von militärischen Operationen, sondern sagt Krieg. Und die haben jetzt eine Kriegskabinett, das heißt eine Kriegsregierung gemacht. Die demokratisch gewählte Regierung zählt jetzt nicht mehr. Jetzt ist ein Kriegskabinett. Das heißt, die schalten wirklich den ganzen Staat um auf Krieg gerade. Das ist nur so am Rande. Aber hier, Yoav Gallant, also der israelische Verteidigungsminister, der spricht wortwörtlich, als Zitat, spricht er von menschlichen Tieren, die sie als Gegner haben. Das ist krass. Der spricht wortwörtlich davon, wir stellen denen den Strom ab, Wasser, Nahrung, wir isolieren es komplett, denn wir haben es, so sagt er, mit menschlichen Tieren zu tun. Ja, für solche Sätze, ich weiß nicht, ich bin kein Jurist, aber da kannst du in Deutschland, könntest du da schon juristisch Probleme bekommen. Ein andere zu entmenschlichen, das ist das Allergefährlichste. Weil dann ein Tier hat keine Rechte. Ja, es gibt auch bei uns Tiere schon so. Du hast keine Menschenrechte mehr, die du einfordern kannst. Wenn du den Gegner, und das ist nichts Neues, und die Israelis sind nicht die Ersten, die das machen, ja? das will ich damit gar nicht sagen. Also, wir kennen das auch aus unserer Geschichte. Wenn du den Gegner entmenschlichst, dann ist nichts mehr, was einen stoppt. Kein Gewissen mehr, weil es sind ja keine Menschen. Da können dann die allerschlimmsten Dinge passieren. Und da muss man sich natürlich wirklich, wirklich Sorgen machen. Wie weit wird das gehen? Wie weit ist Israel bereit zu gehen? In ihrer Eskalation. Und Stand jetzt ist, das ändert sich natürlich auch, aber ich höre auch oder schaue mir dann auch viele israelische Medien an, das ist auch einfach auf Englisch, da ist die Stimmung im Land dermaßen auf Rache aus. Und selbst Leute, die jahrzehntelang eher Bürgerrechtler waren, eher links waren, und ich kann mich erinnern, weißt du, als ich in Israel war, das war 2 Jahre, nachdem Rabin getötet wurde. Von israelischen Fanatikern, weil Rabin eher so auf Frieden aus war. Und ich kann mich erinnern, damals war auch schon so viel Spannung, das war Mitte der 90er, aber da ging es immer noch so auf eine Friedensmöglichkeit. Und da waren große Demonstrationen so mit Hunderttausenden von jungen, eher linksliberalen Israelis.
Und das Schild, was jeder hochgehalten hat, das war einfach nur so ein großes Plakat, da stand nur drauf Peace Now. Und es war so viel, es war wie so eine Ikone. Und ich war dort vor Ort und ich habe dann tatsächlich, ich habe nicht mitdemonstriert, das habe ich nie gemacht auf Reisen, ich hatte mich da mal raus, beobachtet das halt nur. Aber als es dann vorbei war, ich habe dann so ein Peace Now Schild, das ist einfach auf der Straße rumgelegen, habe ich mitgenommen. Ich habe das ja jahrelang bei mir zu Hause so in meiner Studentenbude als Schild gehabt, Peace Now. Aber selbst Leute, die dort seit Jahrzehnten eben in dieser Bewegung engagiert sind, wir müssen irgendwie Frieden finden, sind jetzt auf Rache aus. Sagen, es gibt keinen Frieden mit denen. Es gibt nur eins, wir müssen uns Rache üben. Und das auch noch, der Druck eben auf die israelische Regierung, auf den Netanyahu, steigt jetzt enorm. Weil jetzt eben alle sagen, also wenn ihr das nicht schafft, hier den Gazastreifen jetzt auszuradieren oder wie auch immer, dann habt ihr auch als Regierung legitimiert. Der Druck ist jetzt auf die Regierung drauf. Eigentlich ist gefragt jetzt ein Augenmaß und kühler Kopf, aber tatsächlich aus dem eigenen Volk kommt jetzt gerade, und das kann sich auch wieder ändern, aber jetzt im Moment ist gerade so viel Emotion und so viel auf Rache aus, dass da der Druck riesengroß ist, auch vom eigenen Land auf die Regierung jetzt zu eskalieren. Ich meine, das ist auch hey, richtig hart. Und naja, die Frage ist jetzt, wie weit wird die Eskalation gehen? Und da möchte ich ein Bild bringen. Ich habe heute nicht viele Bilder dabei, weil wir werden jetzt sowieso immer erschlagen von Bildern und manches ist noch schwer zu verarbeiten. So. Und ich möchte eben hier den Fokus auf den Inhalt bringen, auf das, was ich euch sage. Aber ein Bild habe ich hier dabei, weil wir das in diesem Kontext brauchen. Das ist ein Bild, das ist gerade mal 2-3 Wochen her. Das war im September. Das ist Netanyahu und ihr seht schon am Hintergrund, das ist hier, wo er bei der United Nations gesprochen hat. Da kennen wir diesen grün marmorierten Hintergrund. Er ist bei den United Nations, also in der Öffentlichkeit. Und da hat er drüber gesprochen, über the new Middle East. Und hat darüber gesprochen, über diese diplomatischen Initiativen, die es gibt, dass Israel jetzt versucht, irgendwie diplomatisch mit den arabischen Ländern klarzukommen, mit Saudi-Arabien, gerade diese Golfstaaten. Und darüber hat er so gesprochen bei der UNO und hat diese Karte vorgezeigt. Und wenn ihr mal genau hinschaut, das Blaue ist Israel, da ist gar kein Gazastreifen, da ist gar keine Westbank, das ist Israel. Und das war vor 2-3 Wochen. Und da gab es auch schon internationale Kritik, weil das natürlich Leuten auffällt. Und gerade in der Palästinenserwelt, guck mal, wir haben ja gar kein Land mehr, wir sind komplett weg. Das ist sozusagen, hier werden Fakten geschaffen. Und diese Fakten nimmt er schon auf. Das ist natürlich auch hart. Da sehen wir schon, welche Vorstellung eigentlich die israelische Regierung hat. Da ist kein Platz mehr für Palästinenser. Das ist aus deren Sicht, das ist der neue Middle East, den sie sich vorstellen. Eine Welt, wo, ja, wo sollen dann die Palästinenser hin? Ein Thema, wo wir uns auch noch mit beschäftigen werden. Naja, und deswegen ist natürlich schon die Angst jetzt riesig, dass die Eskalation so weit geht, dass man vielleicht diesen Gazastreifen komplett platt macht. Und die Leute, die dort leben, das sind immerhin knapp 2,5 Millionen, ich glaube 2,2 Millionen Menschen leben im Gazastreifen, ja, die müssen dann verschwinden. Das ist, wo jetzt aktuell das Volk in Israel will das. Und weil wir eben solche Bilder haben und weil wir von der Regierung, da gibt es ja noch militantere Leute in der Regierung drin, die schon ihr Leben lang eigentlich hasserfüllt gegenüber Palästinensern reden und die keine Friedensmöglichkeit sehen, sondern die nur sehen, hey, wir müssen die Palästinenser komplett vertreiben. Ja. Diese Kräfte sind halt stark. Das haben die schon vorher alles gesagt. Und jetzt ist diese Situation da, wo das möglicherweise zumindest vor dem eigenen Volk zu rechtfertigen ist. Aber jetzt eine ganz große Frage. Wie weit kann diese Eskalation gehen, bis Israel die Unterstützung von den USA verliert? Das ist, was jetzt die israelische Regierung natürlich auch abwägen muss. Auf der einen Seite hast du das Volk schreit nach Rache, Retaliation. Und natürlich auch, weil eben über 100 Israelis jetzt in Geiselhaft sitzen oder gefangen sind in Palästina. Das ist auch für die Israelis unerträglich. Weil aus deren Sicht, das kann man auch wieder kritisieren, ist es noch unerträglicher als bei uns schon wäre. Bei uns wäre es auch nicht schön, wenn irgendwo Deutsche in Geiselhaft sitzen. Aber es würde, glaube ich, bei uns nicht so die Menschen auffühlen wie in Israel. Das ist dort viel, viel größer. Nur mal zur Erinnerung dran, vor ein paar Jahren, da ist mal ein israelischer Soldat in Gefangenschaft gekommen von der Hamas.
Und das ist echt selten der Fall. Also jahrzehntelang ist dieser Konflikt, aber es ist nicht so oft gewesen, dass die Hamas oder Palästinenser wirklich mal einen Grip auf Israelis, insbesondere Militärs, bekommen. Aber da war eben ein israelischer Soldat, der war 4 oder 5 Jahre lang in Gazastreifen gefangen. Und da gab es Verhandlungen und die wurden international unterstützt. Und es hat 5 Jahre gedauert, bis es dann zu einem Gefangenenaustausch kam. Und für den einen israelischen Soldaten wurden 1000 Leute von der Hamas aus israelischen Gefängnissen ausgetauscht. 1 zu 1000. Aus israelischer Sicht ist ein jüdisches Leben so viel wert, gerade aus ihrer Sicht, weil die eben so oft verfolgt wurden und Shoah und so weiter. Das ist die israelische Mentalität. We leave no one behind. Die sind bereit, für ein einziges israelisches Leben einen sehr hohen Preis zu bezahlen. Das, was ich damit sage. Jetzt hast du über 100, die dort in verschleppt sind. Ne? Was das bei den Israelis auslöst, ist unglaublich. Naja, und jetzt ist aber die Frage, auf der einen Seite wollen die Rache und ganz viele Israelis sagen, okay, wir haben jetzt jahrzehntelang das probiert irgendwie, es gibt keine Koexistenz, keine friedliche, also setzen wir einfach unsere Stärke ein, unser Militär und machen es platt und haben damit Frieden. Und was mit den Palästinensern passiert, müssen die anderen drum kümmern. Viele in Israel fordern das oder wollen das, auch in der Regierung. Aber die Frage ist, wenn Israel das machen würde, wenn du wirklich 2,2 Millionen Menschen vertreibst, das wären ja die größten, das ist auch wieder so ein hässliches Wort, ethnischen Säuberungen, Vertreibungen seit, ja, weiß ich nicht, will jetzt gar nicht groß drüber nachdenken, aber es wäre beispiellos, es wäre riesig. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein solches Ereignis, die Bilder, die das dann produziert, weil du kannst sowas natürlich nicht machen, ohne Unrecht zu begehen. Das geht einfach nicht. Wenn du Menschen vertreibst, geht das nur mit Gewalt und mit Blutvergießen und Unrecht und Tragödien. Ja. Wenn du das machst, ich glaube, dann drohst du wirklich, die Unterstützung Amerikas zu verlieren. Und wenn Israel die Unterstützung Amerikas verliert, dann sind sie doomed. Gleichzeitig ist auch die Gefahr groß, je mehr man Israel eskaliert und je größer das Leid dann auf Seiten der Palästinenser sein wird, was ja dann auch in unserer heutigen Zeit noch mehr dokumentiert wird. Jeder hat ein Handy, auch in Gazastreifen. Über Social Media verbreiten sich diese Bilder noch viel, viel mehr als früher. Das heißt, über diesen Informationsraum, wie Militärstrategen manchmal sprechen, da hast du ja keine Kontrolle mehr drüber. Und gerade auch das ist, was die Palästinenser auch schon immer gut gemacht haben. So, es sind zwar in Low-Tech, aber ihre Propaganda funktioniert in der arabischen Welt. Ja, und wenn jetzt Israel massiv eskaliert, ab welchem Punkt werden dann die anderen arabischen Länder nicht mehr in ihrer Stabilität verharren? Das ist auch so. Ey. Früher oder später droht dann ein Mehrfrontenkrieg. Es ist jetzt schon so, dass du im Norden von Israel kommt ja dann Libanon. Dort hast du die Hisbollah-Miliz. Hisbollah-Miliz, das ist eine schiitische paramilitärische Gruppe. Aber eben auch nicht nur paramilitärisch, das muss man vielleicht auch sagen. Es gibt so viel zu sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit hier. Aber sowohl Hisbollah als auch Hamas, das sind jetzt nicht nur militärische Organisationen, sondern die haben auch einen ganz großen Bereich, wo sie zivil organisieren. Wie eine Art Regierung sind, die halt zivile Infrastruktur, Schulen und so Sachen halt auch organisieren. Das ist sowohl Hisbollah als auch Hamas. Aber Hisbollah ist halt von Iran unterstützt, ganz offen, weil das sind Schiiten. Und das ist keine Truppe, die man vernachlässigen kann. Man weiß nicht genau, wie viele das sind, aber die Rede ist so, weil eben auch manche Hisbollah-Mitglieder eben keine Kämpfer sind, sondern sich um zivile Dinge kümmern. Aber die Rede ist davon, ja, also Experten schätzen die von 70.000 Hisbollah-Kämpfer, möglicherweise mehr, die auch ein bisschen besser ausgerüstet sind noch als die Hamas. Da ist die Rede, dass die über 100.000 Raketen haben. Raketen, das muss man auch sagen, das ist eher so eine Raketenartillerie, auch was jetzt aus dem Gazastreifen kommt. Das ist nicht eine Rakete wie ein Marschflugkörper oder sowas, sondern das ist Raketenartillerie, die natürlich trotzdem gerade für weiche Ziele äußerst gefährlich ist. Aber das ist die Rede, dass die über 100.000 haben. Hisbollah ist nicht kein kleiner Gegner für Israel, die du mal so schnell mit ein paar Kampfhubschraubern irgendwie abfrühstückst. Das wird nicht passieren. Vor 3, 4 Jahren gab es eh schon diesen Krieg auch mit der Hisbollah. Da wurde Israel auch schon ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Da wurden auf einmal israelische Stellungen überrannt und so. Und man hat es dann schon noch geschafft. Aber
Hisbollah, das ist auch gefährlich. Das heißt, da droht eh schon jetzt so ein Zwei-Fronten-Krieg. Aber was ist, wenn du da jetzt noch weiter eskalierst? Und was ist, wenn in den ganzen arabischen Ländern der Druck noch größer wird, auch vom Volk? Dann können vielleicht die Regierungen in diesen Ländern, die alle auch keinen Bock haben auf Krieg mit Israel und die zum Teil auch geostrategisch eingebunden sind, aber wenn dort die Völker aufstehen, ich meine, ich war schon in Jordanien, ich war in Ägypten so und Syrien ist eh schon auch traditionell verfeindet mit Israel. Israel hat in dem syrischen Bürgerkrieg so oft auch Syrien angegriffen. Es kann von allen Seiten kann da Unheil drohen. Da muss Israel genau aufpassen. Und wenn sie richtig massiv eskalieren und diese Vision verwirklichen, den Gazastreifen komplett zu räumen, dann weiß ich auch nicht, ob in Ägypten zum Beispiel, ob in Ägypten sich noch diese Militärregierung halten kann. Jetzt geht mir so ein bisschen diese geostrategische Analyse, denn Israel ist halt wirklich, du hast halt überall arabische Länder drumherum. Und die haben auch alle schon mal früher oder später Krieg geführt mit Israel, also auch Ägypten mehrmals. Und jetzt ist aber seit Jahrzehnten, ist eigentlich so in Ägypten, dass du eine Militärregierung dort hast. Und vor ein paar Jahren gab es ja da große Revolution, da ist das Volk aufgestanden, hat diese Militärregierung abgeworfen. Und es kam dann zu Wahlen. Was hat das Volk gewählt? Die Muslimbrüderschaft. Und da kam dann ein ägyptischer Präsident Mursi, der war dann an der Macht. Ich glaube, der war kein Jahr an der Macht. Aber was macht der? Der hat sofort, und das ist, und auch da, ich versuche das neutral einfach zu schildern so, und nicht Position zu nehmen. Der ist ja gewählt vom ägyptischen Volk, das muss man erstmal respektieren. So. Aber was der halt gesagt hat, ist, wir sind Muslimbrüder, wir möchten einen islamischen Staat haben. Und was noch geostrategisch viel wichtiger ist, diese Grenze von Ägypten zum Sinai, die wollen wir aufmachen. Weil das muss man sich auch mal fragen. Warum kommt denn da eigentlich von Ägypten so wenig nach Gazastreifen? Also jetzt allein schon humanitäre Hilfe. So. Das sind alles Araber, die verstehen sich. Wenn es bei uns wäre, würden doch, keine Ahnung, würden sich, ohne das, da brauchst du den Staat gar nicht dafür, da würden sie aus der Zivilgesellschaft heraus Hilfsmaßnahmen, Konvoi, LKWs, wir schicken da Nahrungsmittel hin oder so. Das passiert alles nicht. Diese Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, die ist im Grunde genommen zu. Tatsächlich ist der ganze Bereich dort von Ägypten, das ist die Halbinsel Sinai, der ganze Norden, ich würde sogar sagen, der größte Teil vom Sinai, ist militärisches Sperrgebiet. Da kommst du nicht hin. Also als Ausländer nicht, aber auch als Ägypter nicht. Wenn du in Kairo wohnst, du kannst nicht einfach sagen, ich steige ins Auto, ich fahre jetzt an die Grenze zum Gazastreifen. Um dort irgendwie mal Präsenz zu zeigen. Also das geht nicht. Weil dieser Bereich, das ist alles militärische Sperrgebiet. Und tatsächlich Nord-Sinai. Im Süden kannst du dich frei bewegen. Ich war im Süd-Sinai schon öfter, großartig, wunderbar. Aber im Nord-Sinai, die Beduinenstämme, die dort sind, die sind auch seit Jahrzehnten im Krieg mit dem ägyptischen Staat. Ey, da laufen. Also, das ist auf jeden Fall nicht so, dass du dort einfach hinfahren kannst. Und es ist das ägyptische Militär, was sozusagen das ägyptische Volk auch tatsächlich unterdrückt, um diese Dinge zu verändern. Ne? Und da muss man sich fragen, warum machen die das? Warum kommt denn eigentlich von Ägypten da, warum sind die so in Peace mit Israel? Obwohl eigentlich das ägyptische Volk, und das weiß ich, massiv das anders sieht. Ja, hier kommt die Geostrategie rein. Geostrategisch wird Israel protegiert, natürlich von den USA. Aber die USA wiederum haben diese Petrodollar-Connection zu den reichen Golfstaaten, zu Saudi-Arabien, zu Katar. Und by the way, das müsste man sich eigentlich auch mal fragen, das habe ich auch mit Arabern schon in den 90ern diskutiert. Die Palästinenser, warum werden die von der arabischen Welt so im Stich gelassen? Ich habe jetzt gerade beschrieben, dass so, okay, Zivilleute in Ägypten können da nicht viel machen. Aber ich meine, wenn du als Araber, du müsstest dich doch fragen, warum kommt da eigentlich keine Unterstützung von Saudi-Arabien, von Katar? Letztes Jahr haben die dort ihre Fußballweltmeisterschaft gemacht und mit einer unglaublichen Verschwendung dort Stadien gebaut und so. Also Geld spielt dort keine Rolle. Aber wie viel Geld ist denn jemals in den letzten Jahrzehnten für Palästina da gewesen? Was ja deren Brüder und Schwestern sind, die sprechen dieselbe Sprache, haben dieselbe Religion, die bezeichnen sich als Araber, die sehen sich schon als ein Volk auch, wo es natürlich Unterschiede gibt, das ist halt sehr groß, aber vielleicht nicht ein Volk, eine Kultur. Ja, da gab es null Unterstützung. Wenn überhaupt, dann gibt es Unterstützung für Militanz. Das natürlich schon. Waffen, Militante und auch diese militante Ideologie. Aber die ganzen zivilen Einrichtungen im Gazastreifen, ein Krankenhaus, Schulen,
Das wird alles finanziert von Europa, unter anderem auch von Deutschland, was jetzt natürlich auch dann diskutiert wird. Diese reichen arabischen Länder haben doch die Palästinenser ihr Leben lang, seit Generationen im Stich gelassen. Das kann man doch nicht anders sagen. Wie viele Palästinenser hat man denn in Saudi-Arabien Asyl gewährt? Saudi-Arabien ist riesig und die haben das Geld. Aber tatsächlich, die Palästinenser leben seit Jahrzehnten in diesen Flüchtlingslagern. Und die Zustände sind dort dramatisch. Und das ist auch ein Kalkül. Zum einen ist es natürlich so, dass man die Palästinenser, dass dieses palästinensische Volk missbraucht wird, das Leid von denen als eine permanente Legitimation druckt auch zu machen. Ja? Aber das kommt von vielen Leuten aus der islamischen Welt und auch in Saudi-Arabien. Das sind mächtige Leute, die Israel hassen. Aber auf einer anderen Ebene, geostrategisch, durch diesen Petrodollar ist Saudi-Arabien so eng verbunden mit den USA, ist auch eng verbunden mit Israel. Saudi-Arabien hat noch nie Krieg geführt gegen Israel. Saudi-Arabien finanziert nicht oder die könnten die ja wirklich, wenn die gegen Israel Krieg machen wollten, dann hätten die seit Jahrzehnten schon mit diesem ganzen Geld die arabischen Länder drumherum, Jordanien, Ägypten, keine Ahnung, irgendwie die aufrüsten können und dann, ihr macht das für uns. Das machen sie nicht. Geostrategisch sind die nämlich alliiert miteinander. Das ist auch so eine eigenartige Geschichte. Und weil dem so ist, ist in Ägypten diese Militärregierung, die jetzige, mit dem Sisi und dann die vorher, eben mit Mubarak, die jahrzehntelang regiert hat. Diese Militärregierung, die wird gestützt von Saudi-Arabien und dahinter USA. Und der Deal ist, hey, wir unterstützen euch und ihr müsst dafür aber für Stabilität in Ägypten sorgen. Ihr müsst das Volk unter der Knute halten und ihr müsst dafür sorgen, dass hier nicht eine Südfront aufbricht für Israel. Und das ist, so funktioniert die Geostrategie. Aber jetzt sind wir eben in Zeiten, wo diese Geostrategie bröckelt. Und wenn jetzt Israel, je mehr Israel eskaliert, desto größer wird der Druck, beispielsweise jetzt in Ägypten, von der Straße auf die ägyptische Regierung. Und irgendwann werden sie das auch nicht mehr zurückhalten können. Und das ist alles dieses Spiel mit dem Feuer, was du jetzt, wenn du jetzt israelische, einer von den Mächtigen bist, die da Entscheidungen fällen müssen, ey, das musst du alles einkalkulieren. Ne? Und ich weiß nicht, ob sie da vernünftigerweise in der Lage sind. So. Lass uns mal ein bisschen auf Geschichte eingehen. Und okay, auch da könnte man natürlich nicht nur eine Sendung machen, man könnte eine ganze Serie machen, ein ganzes Seminar halten, Bücher schreiben, das ist auch alles schon passiert. Aber zu der Geschichte von dem Nahostkonflikt möchte ich so zwei, drei Fakten mal reinwerfen, die aus meiner Sicht zu wenig Leute wissen, die aber wichtig sind. Wo hat eigentlich dieser moderne Konflikt angefangen? Klar, wir können jetzt bis zurückgehen in die biblischen Zeiten und so weiter, aber das spare ich mir jetzt mal auf. Der moderne Konflikt hat im Grunde genommen angefangen 1917 mit der Balfour Declaration. Das möchte ich mal kurz erklären, weil das ist wichtig. Das war in der Zeit während des Ersten Weltkriegs. Und der Balfour, Lord Balfour, ist englischer Außenminister gewesen. Englische Regierung. Und 1917, der Erste Weltkrieg war so schon weit fortgeschritten, war die Situation so für die Engländer, dass man sich nicht sicher war, ob man den Krieg gewinnt gegen Deutschland, gegen die Achsenmächte. Und Teil der Achsenmächte war das Osmanische Reich. Und das Osmanische Reich, also heute Türkei, hatte im Grunde genommen fast alles, was so arabische Welt ist, war damals Osmanisches Reich. Also definitiv Palästina und die arabische Halbinsel, das war Osmanisches Reich. Und mit denen war man im Krieg. Und aus englischer Sicht war eben Ziel, dieses Osmanische Reich zu schwächen. Und derzeit haben sie halt dann den Arabern, die Araber mit denen so eine Diplomatie aufgebaut und haben denen gesagt, hey, wenn ihr das Osmanische Reich loswerdet, wenn ihr Aufstände macht und wir werden euch unterstützen mit Waffen und so weiter, wenn ihr die loswerdet, dieses Joch abschüttelt, dann könnt ihr danach eure Staaten gründen. Dann habt ihr Freiheit sozusagen. Und das hat man gemacht, so hat man die Araber auf seine Seite gezogen. Und ihr kennt vielleicht aus der Popkultur dann so Filme wie Lawrence von Arabien, toller Film und so. Aber im Grunde ist es genau die Story. Lawrence, das war ein Geheimagent, der im Dienste des britischen Imperiums dort war, um die Araber auf die Seite Englands zu bringen und um die zu motivieren, einen bewaffneten Aufstand zu machen. Und das hat man den Arabern gesagt. Und das haben die auch alle gemacht, ja. Gleichzeitig hat man aber sich auch die Unterstützung der Juden sichern wollen. Damals gab es noch kein Israel, aber es gab schon Zionismus. Also diese Vorstellung, einen Staat dort aufzubauen.
Und gleichzeitig wollte man deren Unterstützung haben, das Weltjudentum, was durchaus mächtig und einflussreich ist, auch eben in mehreren Ländern, auch in Russland und so weiter. Also eine internationale Struktur halt mitbringen. Und die wollte England auf seiner Seite wissen, so in diesem Krieg. Und da hat man dann eben 1917 kam diese Balfour Declaration. Und das ist hochoffiziell und in der Öffentlichkeit passiert. Das ist nicht die Geheimdiplomatie, sondern ganz öffentlich hat dieser Lord Balfour den Juden gesagt, wenn ihr uns jetzt helft in diesem Krieg gegen Deutschland, dann stehen wir dafür ein, wir garantieren euch, dann wird es einen jüdischen Staat in Palästina geben, nach dem Krieg. Das war die Balfour Declaration. Und die trägt im Keim schon diesen Konflikt in sich drin, denn bei dieser Balfour Declaration wurden eben die Palästinenser nicht erwähnt. Und das war damals aber schon klar. Also damals wusste man auch schon, da leben aber schon Leute. Und diese Konflikte war da schon klar. Und im Nachhinein hat England auch glaube ich, schon manche Regierungen haben das schon öffentlich bedauert, dass sie das damals falsch gemacht haben, weil sie eben nur den Zionisten ein Versprechen machen. Und gleichzeitig in dieser Balfour-Erklärung aber nicht irgendwie Garantien sind für die Palästinenser oder auch eine Idee, was macht man mit den Leuten, die halt da schon leben. Das heißt, 1917 hat so dieser moderne Konflikt angefangen, das ist über 100 Jahre her. Wir könnten natürlich auch noch den Zeitbogen noch weiter zurückbrechen. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Zionismus, was ist das überhaupt? Das wird oft so als Begriff benutzt, die meisten Leute wissen gar nicht, was es ist. Zionismus ist eine politische Bewegung. Es hat erstmal nichts mit Religion zu tun. Gar nichts. Es ist eine politische Bewegung. Es ist eine nationalistische Bewegung und es geht um die Nation der Juden. Es geht darum, für die jüdische Nation eine Heimstatt zu bringen. Und das hat schon so viele komplizierte Dinge, weiß ich, wo wir jetzt gar nicht die Zeit haben, müssen wir überlegen, gibt es denn überhaupt eine jüdische Nation? Was ist denn das überhaupt? Also gerade aus dem 19. Jahrhundert, ich meine, du hattest Juden in aller Welt, also auch in Deutschland, die aber auch komplett schon deutsch waren, die auch in Deutschland im Kriegen gekämpft haben für Deutschland und so weiter. Welche Nation sind denn die? Also es ist auch irgendwie auch etwas Künstliches. Gleichzeitig gibt es aber diese Religion, die natürlich ganz alt ist. Schwierige Themen. Wie auch immer, der Zionismus ist sozusagen eine nationalistische Bewegung. Wie so viele andere aus dem 19. Jahrhundert. 19. Jahrhundert war diese Zeit der großen Nationalstaaten. Angefangen mit Napoleon und das ist dann der Zionismus. Und das ist entscheidend gestanden. Ich habe eine Zahl aufgeschrieben, wenn ich es nicht vergesse. Ich glaube, es war 1891, wo Theodor Herzl dieses Buch rausgebracht hat. Ich sehe noch nicht irgendwo stehen hier. Theodor Herzl. Wo ist mein Zettel? Ah ja, tatsächlich. 1896. Der Judenstaat. So heißt das, dieses zentrale Werk von Theodor Herzl. Das heißt, man könnte auch sagen, da hat es vielleicht auch so der moderne Konflikt angefangen. Ne? Naja, und dann mit dieser Balfour-Deklaration 1917 ging es los. Und seitdem gab es schon ganz viele Initiativen, Diplomaten, Englische am Anfang vor allem, aber später dann auch aus allen möglichen Ländern, ihr erinnert euch 90er Jahre, Oslo und so, gab es immer wieder Versuche, so da eine Lösung zu finden. Die Balfour Declaration hat das noch eben noch ausgespart, aber dann gab es schon ein paar Jahre später die Peel Commission, die möchte ich auch noch erwähnen. Das war in den 30er Jahren, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Peel Commission, die ist deshalb so erwähnenswert, weil es war die erste. Peel ist übrigens auch so ein englischer Spitzenpolitiker damals gewesen, so Earl Peel. Und der hat das erste eine Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen, schon 1936, 37. Zwei Staaten, hier ein Staat, also in Palästina, hier die Juden und hier die Palästinenser. Die übrigens auch nicht nur Moslems sind, das ist nur eine kleine Randnote, sondern auch eine nicht ganz unbedeutende christliche Minderheit auch haben, die Palästinenser. Das ist übrigens auch so. Das ist, warum dieser Konflikt so schwierig ist. Es ist nicht nur ein Konflikt zwischen Religionen. Es ist nicht nur ein Konflikt zwischen Moslems und Juden und Christen, die da auch noch da sind, wobei die Christen nicht so militant sind. Es ist nicht nur dieser Konflikt. Es ist auch einfach ein Konflikt zwischen zwei Völkern, zwischen zwei Ländern. Das Volk der Palästinenser und das Volk der Israelis. Also auch jenseits von dieser Religion. Es ist die Religion, die dort Unruhe stiftet, aber es ist auch der Nationalismus. Das ist, was ich sagen will. Zwei Faktoren, die schon so viele Kriege und schon so viel Leid verursacht haben, kommen da beide zusammen. Es ist Nationalismus und es ist Religion. Beides spielt dort eine große Rolle. Naja, und man hat das nie geschafft, das irgendwie diplomatisch da eine Lösung zu finden. Schon diese Peel-Kommission vor fast 100 Jahren konnte das nicht.
Und ja, gerade die Engländer, als dann der Zweite Weltkrieg vorbei war und England auf der Siegerseite war, da kam dann auch dieses Thema Nahost-Palästina wieder auf. Was nun? Und die Juden, die ja dann auch diese Ereignisse von Völkermord, Verfolgung, Shoah hinter sich hatten, da war jetzt eben diese zionistische Bewegung, endlich einen Staat zu gründen, für eine Heimstätte der Juden, die hat natürlich viel Gewicht gewonnen. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die gar nicht so stark, weil viele Juden da gar nicht hin wollten. Es war auch übrigens historisch so, war gar nicht zwangsläufig so, dass Israel sich in Palästina gründet. Im 19. Jahrhundert wurden auch ganz andere Vorschläge diskutiert, ob man sich irgendwo in Nordamerika, in Kanada vielleicht Land hergibt. Oder die Insel Sansibar war auch mal im Gespräch, das könnte auch eine Heimstätte sein. Also es war nicht von vornherein klar, dass es in Palästina sein muss. Aber es hat sich dann eben darauf irgendwann zugespitzt. Und jedenfalls war dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann der Druck so groß und die Entschlossenheit der Juden so groß, das umzusetzen, dass es dann zu der Zeit der jüdischen Aufstände kam. In den 40er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es waren Aufstände gegen die Engländer, weil die Engländer dieses ganze Palästina unter ihrem Mandat hatten. So, die sollten es so verwalten. Und die wollten halt tatsächlich, England hat schon versucht, irgendwie so eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden. Irgendwie auch eine Lösung, die auch die Palästinenser beinhaltet. Und in dieser Zeit kam es dann zu den jüdischen Aufstand. Und das ist auch hochinteressant, weil diese Zeit, der jüdische Aufstand, die zur Gründung dann von Israel geführt hat. Israel wurde, glaube ich, 1948 gegründet. Wir reden jetzt also die Zeit vor allem 46, 47. Da sind ziemlich viele gewaltvolle Dinge passiert. Und das ist auch schon so, wenn du die ganzen Konflikte anschaust, ein großer Eskalationsschritt, eine große Eskalationsstufe, von der man sich auch, dieser Konflikt sich nie mehr geheilt hatte. Und damals gab es ja paramilitärische Verbände. Man kann ja nicht von Armee sprechen, weil es ja noch kein Staat war. Und paramilitärische zionistische Verbände, die mit Gewalt versucht haben, das Projekt Israel jetzt durchzudrücken. Und die haben zum einen in dieser Zeit Palästinenser angegriffen und auch wirklich mal vertrieben. Und ein paar Massaker, da wird heute noch dran gedacht, wo ganze Dörfer ausgelöscht wurden, wo auch übelste Gewalt passiert ist. Frauen und Kinder wurden ermordet. Und das Kalkül war auch, ey, wir wenden halt so viel Druck und Gewalt, und dass halt die anderen dann freiwillig gehen. Ja, die sollen das Land räumen. Wohin auch immer, das ist dann egal. Aber die sollen halt weggehen. Ja. Und die Engländer wollten natürlich das verhindern, dass da mit Gewalt Fakten geschaffen werden. Und deswegen wurden dann die englischen Engländer, die also die Obrigkeit waren, die wurden dann auch angegriffen von diesen paramilitärischen Organisationen, die heißen dann Irgun, und die Irgun ist, glaube ich, nochmal so eine Hardcore-Fraktion, die sind rausgewachsen aus der Haganah, und der Höhepunkt, das wollte ich noch erwähnen, ist der Anschlag aufs King David Hotel gewesen. King David Hotel war das beste Hotel in Jerusalem, und Jerusalem war damals echt noch nicht so entwickelt wie heute, das ist noch vor der israelischen Staatsgründung, und in diesem King David Hotel, das war das beste Hotel im Land, und dort waren so diese ganze englische Upper Class, Militärattachés, hohe Militärs, Diplomaten, die waren dort in diesem King David Hotel. Und dort ist das erste große Terrorattentat in Palästina gewesen, jetzt in der Neuzeit. Und ey, jemand aus meiner Generation, Palästina, wenn ich das höre, seit Kind ist das fast wie so ein Synonym für Terroranschläge. Dass es die immer wieder gab, Selbstmordattentate. Aber schon in den 70ern, als ich wirklich nur ein Kind war, München, auch bei den Olympischen Spielen, Black September, Palästinenseraufstand in Jordanien. Seit Jahrzehnten hört man das. Und Attentate und Bomben und so weiter. Aber angefangen hat das mit dem Attentat auf das King David Hotel. Und das haben zionistische Militante begangen. Damals war es noch nicht mal eine Autobombe, es war noch eine verdammte Eselsbombe. Haben sie einen Esel so mit Sprengstoff vollgepackt und haben den dann da vor dieses King David Hotel getrieben und haben dann die Bombe hochgehen lassen. Ich weiß nicht mehr genau. 100 Tote, 80 Tote, ach, das ist mit den Zahlen auch immer so krass. Aber das nur so als Erinnerung. Also so hat diese Reihe auch angefangen von Attentaten, von Bombenanschlägen, und das hat ja bis heute irgendwo nicht geendet. Ja, und es gab ja dann immer wieder, angefangen schon mit der Peel Commission, über die Generation hinweg, immer wieder Versuche einer Vermittlung. Zwei-Staaten-Lösung oder eine Staatlösung mit autonomen Garantien für Palästinenser.
es waren die Top-Diplomaten der Welt, waren dort am Start, aus allen möglichen Richtungen. USA hat offensichtlich dort schon viel gemacht. Es gab Zeiten, da wurden Friedensnobelpreise verliehen an Begin und Arafat, weil die dann doch wieder irgendwann Frieden gemacht haben, der ägyptische damalige Präsident und so weiter. Es gab immer wieder Initiativen. In den 90ern von einem Land wie Norwegen, was auch da einen guten Ruf hat, die haben da eigentlich nichts, keine Aktien im Feuer, so sind glaubwürdig. Alles hat nichts gebracht. Es gab mal Zeiten, wo Frieden näher erschien als möglich, aber wirklich eine stabile Lösung, die eben alle zufriedenstellt, gab es nie. Es gab dann immer wieder welche, die gesagt haben, nee, die Lösung taugt uns nicht. Und zwar von beiden Seiten, Israelis genauso wie Palästinenser. Es kam halt nie zu einer wirklich vernünftigen Lösung so. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wird jetzt mit Gewalt, mit Militanz eine Lösung geschaffen? Ja. Und hier möchte ich auch noch ein weiteres Ding aus der Geschichte bringen, was ganz viele Leute gar nicht wissen. Weil, wenn wir jetzt bei diesen jüdischen Aufständen sind, die pro-palästinensische Seite argumentiert, ja, hey, hier hat die Gewalt angefangen. Und die Gewalt hat angefangen von Seiten der Zionisten. Und ab dann ist es halt nur noch Verteidigung. Aber es ist auch nicht ganz richtig. Das ist auch nicht ganz richtig. Weil auch schon vorher es sehr wohl von Palästinenser-Seite Gewalt gegen Juden gab. Und die heißeste Geschichte, das ist die ich euch jetzt gleich erzählen werde. Das war vor ein paar Jahren. Ich habe es letztens erst nochmal nachrecherchiert vor der Sendung, damit ich da auch nichts Falsches sage. Das war vor 8 Jahren, 2015. Am Vorabend, bevor Netanyahu, der damals auch schon Ministerpräsident war, allerdings mit einer anderen Regierung, am Vorabend, bevor der einen Staatsbesuch in Berlin machte, bei der Angela Merkel, hat er in Israel öffentlich auf einer Tagung, Konferenz von diversen israelischen Eliten, hat er dort gesagt, dass die Palästinenser eine Mitschuld haben am Holocaust. Und als ich das zuerst gehört habe, das ist auch keine geheime Information oder sowas. Es ging auch bei uns durch die Öffentlichkeit. Tatsächlich hat sogar die Bundesregierung hat danach eine Stellungnahme dazu abgegeben. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist ja die groteskeste Geschichtsverdrehung so. Jetzt sollen die Palästinenser auch noch am Holocaust schuld sein? Wahnsinn. Und was bedeutet das, wenn du Palästinenser bist, wenn dir diese Bürde aufgeladen wird vom israelischen Ministerpräsidenten? Nicht von irgendeinem Hardcore-Ideologen, sondern von der Regierung. Und tatsächlich hat das auch viel Kritik hervorgerufen, aber er hat dann eben diese Sachen nochmal präzisiert. Und das Narrativ, was vom israelischen Ministerpräsidenten vor 15 Jahren kam, das ist derselbe, der jetzt an der Macht ist, und die Narrative haben sie noch verschärft, er hat darauf hingewiesen, dass es ja, und das ist historisch Fakt, 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, ein Treffen gab zwischen Hitler und dem Großmufti von Jerusalem. Der heißt wirklich Großmufti, das klingt so albern, aber es ist tatsächlich der offizielle Titel. Und sein Name war Hajj Amin al-Husseini. Der Großmufti von Jerusalem. Das heißt, eine auch heute noch, eine hochgeschätzte Galionsfigur, ein Palästinenserführer. Und der ist 1941 nach Berlin gereist und hat sich dort mit Hitler getroffen. Und der hatte auch enge Kontakte zu anderen Nazi-Eliten. Ja, und über was werden die wohl gesprochen haben? Selbstverständlich über diese jüdische Frage. Und was jetzt der Netanyahu dem sagt, der sagt, dass auf dieser Konferenz dort in Berlin 1941, dass es der Großmufti von Jerusalem, der Palästinenserführer gewesen ist, der den Hitler davon überzeugt hat, als Endlösung. Und ey, ich zitiere sozusagen nur diese Worte, weil die Worte sind an sich ja auch alle schon so menschenverachtend. Aber das ist halt, was passiert ist. Der Netanyahu wirft dem Großmufti vor, er hätte Hitler erst dazu angestachelt, zu der Endlösung. Dass sozusagen Juden nicht nur aus Europa, aus Deutschland, aus Europa vertrieben werden. Und dann eben eine von den Möglichkeiten wäre eben Israel, also das zu entstehende Israel, dass man die halt nach Palästina bringt, was ja viele Zionisten auch wollten. Sondern laut dem Narrativ von Netanyahu soll der Großmufti eben auf die Nazis eingewirkt haben und hat gesagt, verbrennt sie lieber, schickt sie bloß nicht zu uns, weil wir haben hier schon Probleme mit der jüdischen Migration nach Palästina. Bitte, du mächtiger, größter Führer aller Zeiten, erledige das Problem für uns. Und das ist, was der Netanyahu sozusagen
Also das ist dem seine Geschichtswahrnehmung. Fakt ist, es gab dieses Treffen. Fakt ist, es gab auch dort Verbindungen. Fakt ist auch, dass natürlich Deutschland, ähnlich wie das die Engländer im Ersten Weltkrieg gehabt haben, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und man versucht dort eine Allianz zu bringen, weil sozusagen um die Engländer zu schwächen, hat man aus deutscher Sicht vielleicht gedacht, na gut, vielleicht können wir mit den Palästinensern zusammenarbeiten, vielleicht können wir mit denen irgendwelche Deals machen. So. Wie weit die Deals gingen, ist die Frage. Ob das so ist, wie der Netanyahu das darstellt, ist höchst zu bezweifeln. Es gibt auch von dieser Konferenz, es gibt keine Protokolle, es gab auch keinen Abschlussstatement oder einen Vertrag. Den hätte der Hussein gerne gehabt, aber Hitler hat keinen Vertrag mit den Palästinensern abgeschlossen, der dann irgendwie bindlich wäre. Also sowas gibt es nicht. Was dort genau besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber es gibt halt diese Verbindung. Manche sagen sogar, und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit das valid ist, aber dass aus diesen Verbindungen letztens auch die Muslimbrüderschaft überhaupt entstanden ist, die ja richtig mächtig ist in vielen islamischen Ländern, die eben vor ein paar Jahren in Ägypten den Präsidenten gestellt hat. Die Muslimbrüderschaft, also manche sagen, dass die auch in dieser Zeit halt das mit Unterstützung Deutschlands sozusagen gegründet wurde. Ich bin mir jetzt in den Details nicht so ganz sicher. Ich möchte nur erwähnen, dass es halt so Narrative sind, die gerade um sich gehen. Ja, und das ist ja zutiefst erschreckend. Wenn also der Ministerpräsident von Israel schon vor 15 Jahren die Palästinenser auch noch für den Holocaust verantwortlich macht, dann ist es eine Legitimation für Israel, sie können alles machen mit diesen Palästinensern. Aus ihrer Sicht, weil die sind, der eine spricht, die sind Tiere, der andere sagt, hey, die sind verantwortlich oder mindestens mitverantwortlich für den Holocaust, damit kannst du alles rechtfertigen. Damit delegitimierst du die Existenz von den Palästinensern. Und das ist natürlich auch, höchst irritierend und fragwürdig. Ja. Ich wollte eigentlich noch viel mehr auf so geostrategische Geschichten auch eingehen, weil da noch viel zu sagen ist. Aber ich werde das zeitlich ein bisschen hinten anschieben, weil eins ist noch, möchte ich hier noch thematisieren. Und das ist vielleicht das Wichtigste an dieser ganzen Sache. Was steckt da eigentlich für eine Mentalität dahinter? Ich weiß, wir haben in Europa ganz, ganz viele Kriege gehabt und haben auch diese Kriegsmentalität oft genug gehabt. Aber ich spreche jetzt nur so für meine Generation. Für uns ist es sehr, sehr schwer zu verstehen. Diese ständige auf Rache gehen, diese Mentalität, die du runterbrechen kannst auf Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist so diese alttestamentarische Mentalität. Aber du könntest es auf Palästinenser-Seite, dann siehst du das auch, diese ganzen Ideen von Märtyrertum, dieses sich opfern, das ist mir zutiefst fremd. Und wo kommt eigentlich diese Mentalität her? Weil die sehe ich wirklich als das Hauptproblem an. Und du hast dort einfach diese Opfermentalität schon seit Tausenden von Jahren. Das menschliche Dasein legitimiert wird, weil du ein Opfer bringst für eine größere Sache, für irgendeine göttliche Geschichte. Das fängt an, weißt du, du kannst es in der Bibel sehen. Und für mich sind diese alle drei westlichen Religionen, die sind ja auch alle verwandt miteinander, die haben alle, tragen alle dieses Opfernarrativ im Kern mit sich rum. Das Judentum, das Christentum und auch der Islam. Und du siehst es in der Bibel ganz oft schon, im Alten Testament, diese Ideen von Abraham und Isaak, wo Gott verlangt, du musst deinen Sohn opfern. Was ist das? Du musst deinen Sohn opfern für Gott. Wir sehen das heute noch in diesen ganzen Beschneidungsriten. Übrigens müssen sowohl Juden als auch die Moslems machen diese Beschneidungsriten, wo den Jungs die Vorhaut abgeschnitten wird. Auch das ist ein Opfer, was du zu bringen hast für einen Gott. Wo ich mich schon immer mein Leben lang frage, wozu muss man denn da ein Opfer bringen? Die Natur hat uns so geschaffen und es gibt nichts, was du irgendwie wegschneiden musst als Blutopfer sozusagen, um den Bund zu besiegeln. Was ist das für ein finsterer Aberglauben eigentlich, wenn man es so als Mensch mal betrachtet. Es zeigt sich beispielsweise auch in Masada. Masada, das ist ein Ort im Süden, das ist, wo das Tote Meer ist. Und das ist westlich des Toten Meers, das gehört zu Israel, auf der anderen Seite ist Jordanien. Und Masada, das ist so eine Felsen, das sind Berge, oben in den Bergen so eine Felsenfestung.
Und das ist heute ein israelisches Nationalheiligtum. Das ist, wo die Israelis mit ihren, wo die Schulkinder alle hinfahren. Da musst du einmal gewesen sein, Masada. Ja? Und ich war auch dort. Das ist auch wieder fantastische Landschaft und Region. Ist unglaublich, so totes Meer, Berge und so. Und dieses Masada, das geht zurück auf den jüdisch-römischen Krieg. Und damals haben in Masada, da waren so Hardcore, das war eben, so weit geht es eben zurück, es war damals auch schon nicht anders, so Hardcore-Militante. Und die Römer haben dieses Masada belagert. Das war so mit einer der letzten Strongholds, eine Festung oben in den Bergen, wo die sich verschanzt haben. Und die Römer kamen da nicht hoch. Und die haben dann jahrelang das belagert. Die haben dann irgendwann haben die Römer eine Rampe gebaut. Das hat auch Jahre gedauert, das muss man sich vorstellen. Eine Rampe, ein paar hundert Meter hoch, bis da hoch an diese Felsenfestung. Eine Rampe, sodass sie dann mit Armee und schweren Kriegsgeräten da hochgekommen sind. Und als das dann so fertig war, dann haben die Leute Masada oben gewusst, okay, wir haben keine Chance mehr. Jetzt können wir uns nicht verteidigen, weil wir sind Teil der Minderzahl und die Römer sind militärisch stärker. Und diese ganze Masada ist eine Allegorie in diesem jüdisch-römischen Krieg. So ähnliche Sachen sind an ganz vielen Orten passiert. Und die Römer wollten die jüdische Kultur komplett vernichten, ähnlich wie sie die keltische Kultur komplett vernichtet haben. Und damals gab es auch schon diesen totale Opferbereitschaft so der Juden, die dagegen gekämpft haben. Insbesondere so Gruppen wie die Zeloten, die bereit waren, eben dieses Opfer, das allerhöchste Opfer zu bringen. Und in Masada war es dann so, als dann die Römer da waren, es klar war, wir können es nicht mehr halten, haben die Leute in Masada einen kollektiven Selbstmord begangen, Massenselbstmord. Und ey, da waren auch Frauen, da waren auch Kinder. Und die haben gesagt, bevor wir jetzt den Römern in die Hände fallen, töten wir uns alle selbst. Bis auf den letzten Menschen so. Und das gab es ganz oft dort. Das zeigt schon diesen unglaubliche Opferbereitschaft, die da ist. Und heute ist es eben Nationalheiligtum für Israelis, wo die alle sagen, nie mehr Masada. Wir müssen immer so stark sein. Wir müssen bereit sein, damit sie erst gar nicht zum Opfer kommen, müssen wir vorher schon unser Leben opfern. Du musst ins Militär, du für diese höhere Sache einstehen, damit wir nie mehr in so einer schwachen Position sind. Das ist so halt, ja, wie dort schon die Kinder halt das mitbekommen. Wir müssen stark sein, wir müssen kampfbereit sein. Du musst bereit sein, dich zu opfern. Deine persönlichen Lebenspläne oder Wünsche stehen immer hinten an. Und das hast du eben in beiden diesen Religionen und auf diesem Konflikt auf beiden Seiten. Also in Israel ist es durchdrungen seit Jahrtausenden, diese Opferbereitschaft. Aber du siehst es bei der Palästinenser-Seite ganz genauso. Und da ist auch permanent dieser Gedanke von Märtyrertum. Also weißt du wirst dann belohnt, wenn du dich für eine höhere Sache opferst. Und ich sage euch, als Mensch, das ist völlig crazy. Du bekommst keine Belohnung, es gibt kein Märtyrertum. Wenn du dich selber tötest, wir wissen nicht, was lang tot ist, aber du bekommst da keine Belohnung dafür. Das ist völlig, völlig grotesk. Das ist eben, wo man die Aufmerksamkeit eben auf etwas Jenseitiges richtet und vom eigenen Leben komplett abweicht. Das ist das Schlimme an diesen ganzen Opfergedanken. Und hey, die sind riesig auch. Und es kommt auch nicht nur von mir, sondern sagen ja Palästinenser selbst so. Die sind bereit, alles zu opfern. Wir sehen jetzt, es geht jetzt schon los und in den nächsten Wochen wird es immer mehr, wir sehen auch das ganze Leid der palästinensischen Bevölkerung, wenn jetzt in diesem Krieg. Wir sehen das Leid von Kindern, da werden ganze Familien ausgelöscht. Aber das Krasse und das Verrückte ist auch, dass es aus Palästinenser-Sicht, dass es auch irgendwo was Gutes ist. Du bist geboren und wenn du dich im Kampf gegen Israel aufopferst, dann bist du Märtyrer. Und selbst für die Kinder ist es so. Und deswegen ist es tatsächlich nicht nur jetzt wiederum israelische Propaganda, oh, ey, da manche von diesen Hamas-Leuten, die benutzen menschliche Schutzschilde, also die ziehen sich in, keine Ahnung, irgendein Gebäude zurück, wo eben auch noch Zivilisten sind oder sowas. Das ist nicht nur Propaganda, sondern das ist tatsächlich so, da könnte man sich denken, ja sag mal, verachtet ihr eure eigenen Kinder sehr, das könnt ihr doch nicht machen. So. Aber aus deren Mentalität heraus sind auch die Kinder sind Märtyrer. Und das ganze palästinensische Volk ist Märtyrer. Und aus einer noch größeren Sicht, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, warum kommt eigentlich aus dem Rest der arabischen Welt da so wenig wirklich aktive Hilfe, außer als irgendwo Terrorzuschuss? Ja, das ist es, weil man die Palästinenser als das Opferlamm sieht. Die müssen sich aufopfern in einem höheren Kampf. Und das ist auch alles so, mir so grotesk und so fremd, diese Mentalität. Die ist so falsch, die ist so unmenschlich.
Und die ist halt dort in dieser Region Nahost halt so, so tief verwurzelt in den Menschen drin. Und das hat natürlich wiederum mit den Religionen zu tun. Diese ganzen westlichen Religionen basieren ja alle darauf, dass eigentlich diese Welt hier etwas Schlechtes ist. Erbsünde. Ja, und es braucht eine Erlösung von dieser Welt. Und deswegen warten ja die westlichen Religionen auf den Erlöser. Das ist im Jüdischen der Messias, im Christlichen ist es Christus. Und ihr wisst, Christus und Messias, das ist das Gleiche. Das eine ist nur Hebräisch, das andere ist Griechisch. Aber beides bezeichnet genau das Gleiche, nämlich den Gesalbten, den Erlöser, den von Gott Ausgewählten, der die Menschen erlöst. Aber dieser Mechanismus, der sorgt dafür, dass die Menschen die ganze Zeit ihre eigenen Interessen hinten anstellen und du musst halt sozusagen auf diesen Erlöser warten. Und du musst dem dienen. Du musst Opfer bringen, damit der Erlöser kommt. Und jetzt kommen wir so in die richtig, richtig düsteren Bereiche rein von dieser Mentalität, nämlich der Messianismus. Und all diese, also auch das Christentum ist eine messianische Religion. Christus heißt nichts anderes als Messias. Und natürlich die meisten Menschen, die jetzt da in der Religion sind, die sind jetzt nicht so fanatisch. Aber es ist eben im Kern schon so, dass wir hier alle Sünder sind und dass wir auf eine Erlösung warten. Und jetzt ist es aber so, in all diesen Prophezeiungen, die dann auch in den heiligen Büchern sind, im Christentum möchte ich nur mal die Johannesapokalypse einwerfen, das Neue Testament, im Alten Testament hast du da noch viel mehr und auch in den jüdischen Traditionen, die auch noch jenseits von dem Alten Testament sind und auch in der islamischen Welt. Was die eint ist, dieser Messias, der Erlöser, der kommt erst dann, wenn es hier richtig schlecht ist. Der kommt erst dann, wenn die Welt brennt. Das ist das Verrückte an dieser Mentalität. Es gibt kein Szenario, wo Gottes Reich einfach in Frieden entsteht, sondern der Mensch muss einen Preis bezahlen, damit die Erlösung kommt. Der Mensch muss ein Opfer bringen. Das ist von Anfang an so, das ist seit Jahrtausenden so. Und diese Apokalyptiker sich alle einig sind, ist, die Welt muss brennen, bevor der Erlöser kommt. Israel muss brennen, bevor der Messias kommt. Das sagen messianische, israelische Prediger. Wo ich mir auch denke, und das ist schon seit Jahren so, ich habe da auch schon vor Jahren mit Israelis auch drüber gesprochen, die auch verzweifelt sind. Überleg mal, du bist ein normaler Mensch, irgendwie möchtest halt einfach dein Leben leben. Du bist halt in Israel geboren. Das möchte ich auch hier irgendwann mal, wollte ich mal sagen, deswegen sage ich es jetzt. Als wir da bei der Geschichte waren, ja, diese ganze Staatsgründung von Israel ist von Anfang an mit Unrecht auch da, weil eben nie klar war, was aus den Palästinensern werden sollte. Und ich sag's deutlich, diese Staatsgründung, ich kritisiere den Zionismus schon immer, das ist für mich eine nationalistische 19. Jahrhundert-Ideologie, die kritisiere ich andere Nationalismen auch. Und diese ganze Staatsgründung von Israel war ungerecht. Aber es wurden halt Fakten geschaffen. Und heute, die Leute, die heute in Israel leben, die sind nun mal dort geboren. Das ist nun mal deren Land. Und dann hast du auch irgendwann ein Menschenrecht. Wenn du irgendwo geboren bist und deine Familie auch schon da gelebt hat, dann hast du ein Menschenrecht. Und dann gibt es niemanden, der dich einfach vertreiben kann. Und das ist auch dieses Problem, was wir auch an anderen Konflikten sehen. Manchmal werden einfach Fakten geschaffen. Und die Fakten werden mit Gewalt geschaffen. Aber dann, nach zwei, drei Generationen, gelten halt nun mal diese Fakten. Es gibt viele Grenzen auf der Welt, sind mit Gewalt entstanden zwischen Ländern. Es wurde halt ausgefochten. Aber irgendwann ist es dann faktisch richtig, weil dann nach drei Generationen, ey, es ist halt nun mal so. Und deswegen sei es ganz klar, ja, natürlich hat Israel ein Existenzrecht. Die Gründung war aus meiner Sicht falsch. Oder man hätte es anders machen können. Und heute bezahlen wir für diese Fehler damals. Weil ich jetzt auch nicht den schwarzen Peter da allein den Engländern zuschieben will, aber die haben ihre Mitverantwortung. Aber Stand heute kenne ich genügend Israelis, das ist ein modernes Land. Wo sollen sie denn hin? Und ich habe da eben mit vielen gesprochen. Wenn du jetzt eben so ein ganz normales Leben führen willst, irgendwo in Tel Aviv, weißt du willst halt deine Familie haben und machst deinen Job und willst abends vielleicht mal in die Kneipe gehen oder Fußball gucken, was auch immer. So einfach ein Leben führen. Ne? Wenn du dann hörst, dass es Prediger gibt im eigenen Land, in deiner Sprache, aus deinem Volk, aus deiner Religion, die dann erzählen, hey, wir müssen alle brennen, damit dann irgendwann der Tempel gebaut werden kann, damit dann der Messias kommt. Und du schaust dann auf deine Kinder, echt, meine Kinder sollen brennen dafür, dass irgendein Messias kommt? Hot damn, no. Also wie verrückt ist das denn? Ich kenne Israelis, für die das genau das ein Thema ist.
Also das ist hier kein nichts Anti-Jüdisches oder sowas, was ich sage. Sondern es ist einfach, ich versuche diese Mentalität hervorzuheben, die halt so alt ist und wo halt die Mentalität ist, man muss Opfer bringen für eine höhere Sache, für eine göttliche Sache. Und das ist aus meiner Sicht im Kern einfach komplett falsch. Diese Welt, du musst kein Opfer bringen. Manchmal, klar, nimmt man sich selber zurück und macht was für andere, für deine Kinder oder was auch immer. Vielleicht kann man auch mal ein Opfer bringen, aber dieses Muss, das ist falsch. Das ist eine falsche Mentalität. Und ich frage mich halt auch schon lange, wo kommt diese Mentalität her? Und da kommt man wieder zu den Fragen, wie sind Religionen entstanden? Die gab es nicht schon immer. Und ihr wisst, da habe ich mich auch viel damit beschäftigt. Ich möchte gar nicht jetzt ins Detail eingehen. Habe ich viele Sendungen zugemacht. Wo kommt Religion her? Und aus meiner Sicht am Anfang war ein Trauma. Eben dieses Vertrauen in die Natur ist so erschüttert worden durch eine große Naturkatastrophe, Stichwort Sahara-Sia-These, dass danach dann dieser Zustand der Schizophrenie eingetreten ist. Und auch Schizophrenie, ich sage das nicht leichtfertig, ihr wisst, das kommt aus dem Griechischen. Das Phrenum, das ist das Bauchfell. Das Bauchfell. Und Schizo heißt, es ist gerissen, ein Riss. Ein Riss im Bauchfell. Das ist die Verbindung von Geist zu Körper, zur Materie, zu den unteren Chakren. Das ist auch aus dem Gleichgewicht geraten, seit Jahrtausenden. Und aus dieser Schizophrenie heraus entwickeln sich dann so schizophrene Mentalitäten, ein Mindset, eine Denkweise, die dann wiederum sich in diesen religiösen Narrativen widerspiegelt. Aber im Kern ist es, diese ganze Opferbereitschaft ist halt destruktiv und ganze Völker werden dort reingezogen. Und wenn du jetzt dort reingeboren wirst, ist die Aufgabe riesig, da wieder rauszukommen. So. Ja, die Zeit schreitet voran. Was ich vielleicht noch sagen wollte, ganz viele Leute sagen ja, das, was sich dort jetzt abspielt, das ist doch genau, sind es doch genau die Prophezeiungen von diesen destruktiven Endzeitsekten. Und tatsächlich, ich beschäftige mich mit diesem Phänomen Messianismus und Endzeitsekten schon ganz lange. Wie gesagt, für mich sind all diese Religionen, diese drei Religionen, sind für mich schon Messianismus. Die sind schon für mich Sekten. Aber es gibt natürlich dann innerhalb der Religion auch noch diese Extremisten, die dann auch nicht darauf warten, dass irgendwo der Messias kommt, sondern die das aktiv herbeiführen wollen, dieses Szenario. Die also aktiv die Welt in Brand setzen wollen, damit eben ihr messianisches Szenario eintreffen kann. Damit dann der Messias oder Christus oder der Mahdi, so sprechen die Moslems davon, Maitreya, sagt man im Buddhismus oder auch in Indien, damit halt diese Erlösefiguren kommen. Da wartet man nicht drauf, dass Gott die schickt, sondern nee, hey, wir bringen diese Welt so in Unordnung, wir zünden die so an, da muss er kommen. Ja. Das ist tatsächlich die Mentalität, die da ist. Und ganz vieles von dem, was er jetzt sich abspielt, das sieht ja so aus, wie als ob das doch genau das Ding ist, was diese Endzeitler wollen, die Welt im Brand stecken. Und ja, das sehe ich auch. Und das ist, was einem Sorge macht. Und ich beschäftige mich schon ganz lange auch mit diesen Phänomenen Messianismus und Endzeitsekten und habe da auch schon einige Beiträge auch geliefert. Was mich unterscheidet zu vielen anderen Vertretern aus alternativen Medien, weil die Mainstream-Medien beschäftigen sich ja gar nicht damit. Das ist auch das. Die beschäftigen sich ja nicht mit diesen messianistischen Themen. Deswegen müssen wir es machen, weil du erfährst es ja nicht. Da spricht keiner drüber, traut sich auch keiner drüber zu sprechen, weil es immer wieder so ein Thema ist, wo ich nur verbrennen kannst. Ja. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. So. Und ich mache das schon seit Jahren. Der Unterschied zu vielen anderen ist, ich glaube nicht, dass diese Endzeitler, dass die so allmächtig sind. Die gibt's. Und die gibt es seit Generationen, seit diese Religionen entstanden sind, ist das, diese Lebensfeindlichkeit, also dieses Misstrauen, dieses erschütterte Vertrauen in die Natur, das ist seit Tausenden von Jahren, gibt es die. Aber was sie nicht sind, ist allmächtig. Sie sind nicht so, dass die politisch alles kontrollieren, alle Länder kontrollieren und dann einfach so ihren Plan durchdrücken und dann machen wir dies und dann das und dann passiert dies und das. Das ist der große Unterschied. Ich glaube nicht, dass die allmächtig sind. Aber ich weiß und weiß auch um die Gefahr von diesen Menschen, von diesen Gruppen, von dieser Psychologie, von dieser Mentalität, von dem Messianismus und sehe das schon seit Jahrzehnten als eine der Hauptgefahren für uns an. Ich bin mir dem bewusst. Aber sie sind nicht allmächtig.
Tatsächlich ist es so, das ist ja, was die uns gerne glauben machen wollen, dass sie die Macht haben. Dass es wirklich ja diese Prophezeiung gibt, dass da die Geschichte eine Art Heilsgeschichte ist. Das wird passieren, egal was du machst oder nicht. Es kommt dann zu diesem Szenario und am Ende dann auch die Erlösung und dann das Himmelsreich auf Erden. Aber die Wahrheit ist, dass Geschichte sich nicht nach diesem Plan entfaltet. Das ist ja an sich schon ein Glaubensmuster. Wenn du das glaubst, dass die allmächtig sind und dort ihren Plan einfach nur ausführen, dann würde ich sagen, glaubst du tatsächlich schon in diesen prophetischen Dimensionen, dass es dann so erfüllt wird, dass es gar keine Alternative gibt. Aber das würde für uns auch völlige Handlungsunfähigkeit bedeuten. Aber ich sehe es anders. Wir Menschen, wir sind unseres Glückes Schmied. Wir machen die Geschichte. Wir gestalten das selbst. Und natürlich gibt es Dinge, auf die du keinen Einfluss nehmen kannst, insbesondere sowas wie Naturkatastrophen. Aber ansonsten gestalten wir als Menschen unser Schicksal selbst. Und das ist eben der Unterschied. Als wirklich Humanist, wenn du den Menschen im Mittelpunkt siehst, dann kannst du diesen Messianikern, diesen Endzeitsekten nicht diese Macht zugestehen. Weil die haben sie gar nicht. Sondern wir selbst haben Macht, als Mensch, jeder. Und das ist für mich entscheidend. Und wie gesagt, ich sehe das schon auch, ganz viel von dem, was da heute passiert, es riecht nach diesem Endzeit, es riecht nach Apokalypse, es riecht nach diesem Weltenbrand. Man könnte da auch noch viel mehr drüber sprechen, werde ich vielleicht auch machen, weil es ist jetzt eine Zeit, wo man sich wieder mehr diesem Thema widmen muss. Heute ist ja nur eine Sendung. Es riecht danach. Aber die Leute, die das machen, die kontrollieren nicht alles. Und vielleicht mit den letzten Gedanken so, das Wort Apokalypse, das kommt ja auch aus dem Griechischen. Und das heißt eigentlich, wenn du es wörtlich übersetzt, Offenbarung. So wie die Johannes-Offenbarung, die Offenbarung des Johannes. Und das ist ja eher ein positives Wort. Eine Offenbarung. Ich weiß, es klingt jetzt wie so ein altmodisches Wort, aber eigentlich, was heißt das denn? Eine Offenbarung, Dinge werden offenbar. Der Schleier wird weggenommen. Das, was du vorher nicht gesehen hast, wird jetzt sichtbar. Alles Dinge geben auf einmal mehr Sinn. Du erkennst mehr Kausalitäten, wie Dinge einander beeinflussen. Das große Bild wird sichtbar. Oder wie wenn wir so das Höhlengleichnis nehmen hier von Platon, wo die alle in der Höhle sind und nur so eine zweidimensionale Schwarz-Weiß-Welt sehen. Das wäre wie wenn man jetzt plötzlich mal Licht reinlässt. Plötzlich erkennst du, oh, es gibt noch mehr Dimensionen, es gibt Räumlichkeit und so weiter, es gibt Farben. Offenbarung ist eigentlich ein positiver Begriff. Und wenn jetzt schon die Zeit ist der Apokalypse, wenn es so sein sollte, dann sollten wir nicht das Apokalypse-Szenario diesen Endzeitlern überlassen, die eben diese destruktive Mentalität haben, die diese Welt brennen sehen wollen, sondern dann sollten wir auch die Apokalypse, diese Offenbarung auf einer anderen Ebene nutzen. Jetzt werden die Dinge offenbar. Jetzt werden Probleme offenbar. Das ist der Grund, warum solche Konflikte ausbrechen. Und Leute, ich habe es euch schon öfter auch gesagt, es kann sein, dass jetzt die nächste Zeit noch mehr kommt. Also dass wir in ein Zeitalter von Kriegen eintreten. Weil Kriege treten da auf, wo auch schon die Probleme vorher sind. Und wenn Probleme einfach nie angeschaut werden, wenn die immer so verdrängt werden in den Schatten, irgendwann kommen sie massiv zurück. Das kannst du beim einzelnen Menschen beobachten, aber eben auch in Gesellschaften. Und das ist, was dann eben ein Krieg ist. Der Krieg kommt nicht einfach nur aus heiterem Himmel. Es ist nicht so, dass sich da ein paar so verabreden und sagen, ja, jetzt machen wir was, morgen starten wir. Sondern der Krieg ist immer ein Ausdruck, eine Folge von einem Ungleichgewicht, von etwas Ungesunden, irgendwas, was nicht in Harmonie ist. Und das ist halt dann nur die schärfste Methode, wie sich das ausdrückt. Aber das ist auch Offenbarung, das ist auch Apokalypse, dass wir erkennen, hey, wir haben ja eine Menge Baustellen, jeder bei sich selbst. Ja, welche Sachen sind bei dir noch im Schatten? Und ich spreche auch nicht als Guru oder so, ich ringe auch mit diesen Dingen so. Was ist in meinem Schatten? Und ich meine, ich mache das halt auch schon ganz lange, also, hab ich schon einiges hervorgeholt, aber es ist noch nicht vorbei. Bei mir sind auch noch Dinge im Schatten so. Und das ist, wenn es eine apokalyptische Zeit ist, dann ist es eine Zeit, wo die Dinge offenbar werden. Schaut euch das an. Beim einzelnen Menschen, aber eben auch diese Konflikte, die weltweit passieren. Wie ganz am Anfang, als ich Midnight Oil, diese australische Band, zitiert habe, how can we dance
While Our Earth is Turning. Die Welt dreht sich, jetzt werden diese Dinge offenbar, jetzt kommen die Themen und jetzt ist die Zeit, wo wir uns damit beschäftigen. Und das ist dann eben, da ist dann auch die Möglichkeit der Heilung im Begriffen. Wenn wir diese Dinge aus dem Schatten anschauen, so schwer die auch sind und manche will man auch nicht sehen. Und okay, auch nicht jeder von euch muss das in der gleichen Intensität machen. Wenn du jetzt gerade junge Mutter bist und du kümmerst dich um dein Kind, dann würde ich dir empfehlen, schau diese ganze Sendung nicht an. Ey. Still dein Kind und bring diese positive Vibe auf. Ja. Also es ist auch unterschiedlich, wie wir Menschen uns dem Thema nähern sollten. Aber wo ich mir sicher bin, jetzt ist eine Zeit, wo einfach die Dinge sichtbar werden. Und jetzt gilt es hinzuschauen, überall. Jetzt gilt es, in die Heilung zu kommen. Und aus diese Mentalität von Opfer und von Rache und diese ständige Auge um Auge, diese ganzen Mentalitäten, die gilt es jetzt zu heilen. Da gilt es rauszukommen. Und deswegen spitzen sich die Dinge zu, damit wir auch ein bisschen aus unserer Bequemlichkeit rauskommen. Damit wir eben nicht mehr einfach im Bett liegen, während ums rund schon alles brennt und wir kriegen das gar nicht mit, bei mir ist alles noch gut. Nee, jetzt nicht mehr wegschauen, jetzt hinschauen. Und das kann jeder von uns machen. Klar, wir haben jetzt hier als Deutsche oder als Europäer, werden wir keinen großen Einfluss nehmen auf die Israelis. Da sind wir nicht in der Position, weder die Israelis noch die Palästinenser irgendwie zu beraten oder denen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Das können wir gar nicht. Das werden die auch nicht akzeptieren. Aber deswegen sind wir nicht hilflos. Weil das, was jetzt passiert, das ist überall auf der Welt. Und überall, wo Konflikte schon lange nicht gelöst sind und wo Disharmonien sind, wo Ungleichgewicht ist, die Dinge kommen jetzt zum Vorschein. Damit wir uns mit denen beschäftigen, damit wir gucken, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Und das ist dann aus einer ganz großen Perspektive, und ich sage das nicht irgendwie als puren Optimismus oder so, sondern aus tiefster Überzeugung, das ist die Zeit der Heilung. Das ist, was jetzt passiert. Und wir sollten nicht Angst haben und den destruktiven Kräften hier das komplette Spielfeld Erde überlassen. Sagen, ja, die sind halt so mächtig, die kontrollieren alles. Das ist falsch. Das ist, was sie gerne hätten. Und das Letzte, was ich sage, ist, manche wollen die Welt brennen sehen. Und du? Das ist die Frage. Was willst du sehen? Wie willst du diese Welt sehen? Und bist du bereit, dafür auch einzutreten und was zu tun? Mit dem Gedanken möchte ich euch hier entlassen. Es ist wieder lang geworden, es ist leidenschaftlich geworden. Ich habe vieles auch gar nicht sagen können. War mir aber auch klar, weil das Thema halt einfach so unendlich groß ist. Und man so viel mehr sagen könnte. Wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe da jetzt keinen Plan oder so, werde ich mich in der nächsten Zeit noch öfter zu dem Thema melden, je nachdem, wie auch die Entwicklung ist. Aber jetzt in diesem Sinne soll es für heute genug sein. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, mit der richtigen Vibe das zu machen. Ich hoffe, dass nichts da war, was euch zu sehr verstört. Wobei, hey, ganz ehrlich, wenn jetzt Leute selber in dieser ganzen religiösen Mentalität drinhängen, dann mag vielleicht das eine oder andere, was ich sage, irgendwie nicht so schön klingen oder gar eine Provokation sein. Oder mancher mag dann vielleicht sogar mit Schmutz auf mich werfen und sagen, oh, das ist hier ein Religionshasser. Ich weiß nicht, wenn du irgendwo hier Hass wahrgenommen hast, weiß ich nicht, was mit deiner Wahrnehmung ist, weil das ganz sicher nicht die Frequenz, die Vibration ist, die ich hier aussende. Aber auch da nochmal, zur Religionsfreiheit gehört auch die Kritik der Religion. Es gehört auch, sich damit zu beschäftigen. Wie auch immer, wenn irgendjemand von euch da draußen sich angegriffen fühlt, dann kann ich auch nur sagen, fahr den Ball runter. Möglicherweise ist allein dieses sich angegriffen fühlen auch wieder so ein Hinweis für dich, hey, das ist vielleicht du eine Baustelle. Das ist vielleicht was aus deinem Schatten, was sich auf einmal meldet, was dir auf einmal unangenehm ist. Beschäftige dich damit. Und das wünsche ich wirklich allen Menschen, egal wo die herkommen, welche Hautfarbe. Und das kann ich auch wirklich ehrlich sagen. Ich habe Araber kennengelernt, ich habe Palästinenser kennengelernt, ich habe Juden kennengelernt. Ich sehe immer nur Menschen. Und ich sehe menschliche Tragödie. Und ich schaue halt, wo kommt das her? Und da komme ich dann eben in sowas wie Mentalität. Und ich sehe die Ursprünge nicht in irgendwo Gottes- oder Teufelswirken oder sowas. Sondern es ist der Mensch, der wirkt. Und was wir jetzt brauchen und wo wir jetzt reinkommen, wo wir schon mittendrin sind, ist die große Zeit der Heilung. Und schau, wo du stehst. Weil alles drückt jetzt hier so in dieser Polarisierung, oh, du musst in das Lager und dieses. Guck doch mal bei dir. Was ist deine Vision eigentlich, wie diese Welt sein soll für die nächsten Generationen? Was menschliches und überhaupt Leben bedeutet. In diesem Sinne, ich danke euch so sehr für eure Aufmerksamkeit und
Ja, es ist richtig, wenn wir die Debatte führen, aber ich bitte euch auch darum, seid euch bewusst, jedes Wort hat auch Kraft, auch wenn ihr so einen Kommentar schreibt, für eure Seite möglicherweise, gegen die andere. Jedes Wort hat auch Bedeutung. Seid euch dessen bewusst so. Und deswegen bitte ich hier auf diesem Kanal, wahrt die Netiquette, sprecht aus, was ihr denkt, aber auch in Höflichkeit und Respekt. Alles andere bin ich oder nicht bereit, ohne weiteres zu tolerieren. Auch wenn ich weiß, dass manchmal, das gehört auch zur Heilung, muss manchmal auch der Shit raus, aber dann bitte nicht in den Kommentaren. Ja, da sollten wir irgendwie diskutieren. Wenn es irgendwo bei euch jemanden gibt, wo der Shit rauskommt, okay, das gehört zur Heilung dazu, das muss ich auch klar machen. Auch sowas wie Zorn und das ist alles Teil der Heilung. So. Ja, aber darauf, das wollte ich nur sagen, dass wir in der Öffentlichkeit uns bewusst sein sollten, was wir sagen. Okay, in diesem Sinne danke ich euch fürs Einschalten und Ende mit Shalom, Salam, Peace, Friede für euch alle. Ciao. Thank you.